Ungarn bittet uns in den Krieg gegen Pia. Jetzt geht aber los. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ich habe jetzt tatsächlich den Boden meines nicht vorhandenen Egos als König erreicht. Ja, aber es würde ja keinen Sinn ergeben, dass sie sich alle gegen mich in einem Verteidigungsbündnis absichern, weil ich schwach bin. Ich bin ja keine Gefahr. Das würde doch viel mehr Sinn ergeben, wenn sie von mir eingeschüchtert wären. Was sie nicht sind. Elder Kings, wo es mega easy ist, von einem Ein-Provinz-Land zu wachsen, was ja eigentlich immer ein bisschen komisch war. Ne? Und hier ist halt wirklich so, ja, nee, du kannst halt nicht einfach jetzt irgendwie, auch ich, ne, kann nicht einfach einen Vasall von Frankreich erobern. Na gut, das geht natürlich G3 auch nicht, aber auch sonst, ne, du bist halt ein bisschen schwieriger. Und man muss vielleicht eher sogar ein bisschen zusammenarbeiten, um der KI noch Herr zu werden. Aber nun, ich bin wieder bereit, du bist auch wieder drin, dass... Das finde ich echt eine coole Funktion, dass das so eine Lobby tatsächlich speichert und du mega easy wieder reinkommen kannst. Du bist jetzt durch den Bug rausgeflogen, aber ich finde das insgesamt sehr praktisch. Ja, es funktioniert halt und das ist wichtig. Wenn jetzt einfach das nicht mehr gehen würde, wäre es mega frustrierend für ein Multiplayer-Match. Ne? Das wäre so ein bisschen No-Go für. Ich habe nicht mit Ungarn angebündelt. Ungarn und hat leider, mir den Krieg erklärt. Muss man sagen, komm mal total während ich mit den anderen genau verbündet war. Raus. Und die haben mir uns dann quasi. Also ja, egal. So. Wie kriege ich jetzt hier. Okay, ich muss jetzt einfach weiter Armee ballern. Ich logge mich ein und ich habe direkt Majestät, zwei Meldungen, Muslime haben den Dschihad wie sich, die sich noch gegen mich in einem Verteidigungspakt verbündet haben. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann aber mich nicht bewegen. Respekt, ey, derweil bist du halt hier am Wachsen und am Wachsen. Dschihad gegen die Bronx. Der Klassiker. Hallo, kann ich vielleicht mal irgendwie mehr die Champagne runtergehen, um gegen den Dschihad zu helfen oder sowas? Okay, jetzt muss ich fucking Krieg führen, den ich gar nicht wollte, nur weil Frankreich mich da reingetrieben hat. Ich hasse es. Hate you. Okay. Ich freue mich so, ich krieg einen Verbündeten und dann ist es nur Bayern hilft jetzt gegen Venedig in diesem Krieg von Deutschland, wo ich auch drin bin, der niemandem was bringt. Ja Leute, holt euch doch halt Venedig. Weiter. Was tut ihr denn da? Ihr los steht da mit geht's. 10 Armeen vor. Wobei Venedig gehört schon Tirol. Ach so. Ja, ich habe gerade. Wie lautet euer Befehl? Meine Hilfe die angeboten. Armee zieht weiter. Aber Venedig hat noch. Wir sind unterwegs. Irgendwie so eine. Die haben so eine andere Gammelstadt, wo man ewig hin muss nach. Stadt. Nach Ljubljana, Zadar. Die Welt steht euch zur Verfügung. Ljubljana meinst du? Nicht. Oder wo? Achso, Zadar unten, ja. Genau, also das, die muss man wohl erobern, um Venedig noch zu besiegen und das kriegen sie nicht was hin. Was ist euer Wunsch? Hoffen wir auf deswegen günstigen zieht Wind. So sehr, lasst niemanden obwohl man in die eigentlich Burg weit überlegen heraus. Ist. Für die Krone hungern wir sie aus. Ja, schauen wir mal. Ich habe mich jetzt im Krieg angeschlossen, weil ich kann auch einfach nichts machen mehr. Also ich bin gegen die Wand gespielt quasi. Ich konnte mich in keine Richtung mehr bewegen. Ich muss jetzt darauf warten, dass der. Oh, der Dude in Ungarn ist gestorben. Oh, sehr schön. Ich muss auch darauf warten, dass irgendwer einen Fehler macht. Holland ist dem Krieg gegen uns beigetreten. Ich raste aus. Was? Warum? Ist Ungarn ist immer noch so stark, ja, ne? Da hat sich nichts dadurch verändert, dass die gestorben sind. Ja, das ist nicht ganz so wie in Crusader Kings, dass dann sowas zerfällt. Du hast dann minus Stabilität für eine Weile, aber es ist deutlich machbarer. Also das schwächt ihn nicht automatisch riesig. Hm. Politische Übersicht. Don't like it. Dankeschön, Moxie. Dankeschön für die 12 Monate. Vielen lieben Dank. Also ich habe jetzt 3 Armeen immerhin schon mal. Unsere Armee zeigt sich aktuell geht mir leider die Nahrung mit unserem aus. Vorgehen. Mein Herr. Bei Armeen nicht schlecht. Für die Ehre! Angriff! Mehr kann ich jetzt mittlerweile nicht unterhalten. Weitere Truppen sind gekommen, weil um ich halt, uns weil zu Luxemburg helfen. So eine karge Provinz ist, in der es nichts als Burgen gibt.
Was machen die Holländer jetzt mit ihren 4000 Leuten? Fahrradfahren. Na, wirklich. I don't get it. What? Es ist schön, mal Kriege zu gewinnen, wenn es auch nicht meine eigenen sind. Glaube ich. Die Welt steht euch zur Verfügung. Meine Bevölkerung ist halt auch unser König ist tot. Deutschland. Reißt seinen Nachfolger. Das ist wir auch haben unsere Kampfleute verärgert. Über den wir gleich irgendwann noch mal reden wir haben müssen. Unseren Adel verärgert. Also, mein Charakter ist gestorben. Lol, warum? Irgendwann gibt's auch Altersschwäche hier. Der war doch noch jung. 1300. Jetzt kann ich meine Schwester nicht mehr verloben mit Sepp. Hat man keinen Zugriff auf seine Geschwister bei den Verlobungen? Nee, du kannst sie dann noch als Agenten rekrutieren. Oh, ist das ätzend. Das ist ja wirklich doof. Was, unser König ist tot? Die Sonne den Weg oh mein weisen. Gott. Oh mein Gott. Ich weise euch den Weg. Weil mein Charakter ist auch was einfach scheiße. Ist nicht möglich. Also wirklich scheiße. Den hast du dir als Erben erwählt. Nein, das war der einzige Junge, den ich hatte. Ach so, ja dann. Und mein Dude war auch noch nicht alt, als der gestorben ist. Also wirklich nicht. Ist eine Scheiße. Jetzt habe ich auch keine Bündnispartner mehr. Alles, was ich gerade versucht habe, mit Deutschland aufzubauen, ist einfach weg jetzt. Das gibt's doch nicht. Oh, ist das ätzend. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ich hab auch jetzt ist natürlich mein scheiß Ober-OP-Dude gestorben. Ja, und wenn die stark sind, das tut weh, ne? Boah, Alter, ich war so krass eigentlich und jetzt auf einmal so. Morgen werden wir die wollen immer eine Provinz von mir haben, dass sie mir gegen die Champagne helfen. Die Deutschen sind so gierig. Das der ist Papst möchte, dass wir. Handeln wir mit diesen feinen Herrschaften. Kreuzzug machen, natürlich. Das mächtige Meißen. Du sollst mal einen selber machen. Ja! Das hatte ich noch nie. Immer von, so, bislang wollten sie immer Geld. Zum Almohadenreich. Dem eines mächtigsten Reichs in der Welt. Klar, kein Problem. Schicke ich mal eben eine meiner 10 Armeen vorbei. Jetzt mache ich halt kein Plus mehr geldtechnisch. Weil mein neuer Herrscher ist ein Kind und das ist noch dazu dumm. Ja. Ich fühle das sehr. Ich stelle mir gerade das Meeting im Vatikan so geil vor. Dann so, ja, lasst uns handeln. Wenn wir Zeit für einen Kreuzzug? Ja, gute Idee, ist immer eine gute Idee. Wohin? Ja, vielleicht zum Almohadenreich. Ja, auch gut. Ja, wer sollte den ausführen? Dann holt jemand eine Deutschlandkarte raus. Du! Meißen vielleicht! Warum nicht Meißen? Ich hätte echt so. Tatsächlich ist übrigens, kurz der Hinweis, weil auch im Chat gerade kommt, das Spiel just erschienen für alle, die es sich holen wollen. Es gibt auch bei uns allen, findet ihr Links im Chat, also nicht in Twitch-Panels, in Tweets und sonst wo, wenn ihr den Streamer eurer Wahl supporten wollt, was ihr natürlich wollt, weil ihr schlaue, gute, wohltätige Leute seid, könnt ihr darüber drauf gehen. Und aber natürlich habt ihr diesen Stream dann im zweiten Fenster noch offen und hört uns beim Heulen zu, wie viel schlechter wir spielen als ihr derweil wahrscheinlich. Leute, ich weiß, dass ich theoretisch gesehen noch eine Handelsroute machen kann. Das ist mir bewusst. Ich kann mir keinen Händler leisten. Das ist gerade das Problem. Ich sehe die Säcke, die frei sind. Ich habe kein Geld, um mir einen Händler zu kaufen. Und wir machen Minus, weil ich keinen Händler habe. Es ist total toll. Es ist absolut wundervoll. Dafür bin ich ein nutzloses kleines Kind mit einem Stern auf Kampf, einem Stern auf Wirtschaft, einem Stern auf Diplomatie, zwei Sternen auf Religion und null auf Spionage. Also, das ist ja ein totaler Versager. Das ist ein kompletter Versager. Ich hätte gern behauptet, das ist nicht meiner, aber es ist der einzige, den ich habe. Leute, bei mir gilt es erstmal Rosinen. Wie wär's damit? Leute, leckere wir produzieren Rosinen. Kein Salz mehr. Das war in Ljubljana. Das gehört jetzt Ungarn. Warte mal, ich habe fehlende Mineralien. Warte mal. Kriege ich das denn jetzt hier wieder hin? Was? Spion Wenceslaus rebelliert? Haben die den gegen mich aufgehetzt?
Ist das etwa ein feindlicher Agent? Nein, ein guter Weg, Kampferfahrung zu sammeln, fürwahr. Macht sie alle nieder. Sorgen um sie. Wer erbt denn euer überhaupt, wenn ich Herrscher sterbe? Und seine Anverwandten. Ach, niemand. Das ist ja toll. Kann dann einer von deinen Verwandten übernehmen, tatsächlich? Nee, ich bin so früh gestorben mit meinem vorherigen Charakter, dass seine ganzen Kinder noch keine Kinder haben. Das heißt, ich bin in keiner Verwandtschaft weit genug. Ich habe keinen einzigen wichtigen Verwandten mehr. Aber es ist kein Game Over dann, weil dann kommt irgendein niederer Adliger. Du verlierst ein bisschen Stabilität. Ach, okay, krass. Mhm. Mein Char ist nicht schlechter als ein Wurstbrot. Mein Char ist ein Wurstbrot. Okay, Leute, jetzt kommt's. Die Champagne will den Krieg. Sie wollen unsere Schwachheit ausnutzen, weil die Rebellen hier gerade sind. Aber wir haben mehr Truppen als sie. Das wird jetzt spannend. Die Champagne ist in Luxemburg eingefallen. Die Welt steht euch zur Verfügung. Was kämpfen die denn jetzt hier für? Jetzt lasst mal gucken, wo kommen die? Wo fangen wir sie ab mit unseren Leuten? Der Dschihad ist vorbei. Doch immer da die Dschihad war, ey. Oder das ist ein anderer Kampf? Oder tut mir aber leid, Frankreich. Ab geht's. Also gerade so Bezirke einnehmen ist wirklich, wirklich schwer geworden. Okay, das ist relativ ausgeglichen hier. Ja, ich brauche die ganzen Leute. Das sind meine beiden Armeen, das sind meine beiden Händler. Der Dude sorgt dafür, dass meine Kultur nicht komplett abschmockt. Und der kümmert sich darum, dass Ungarn mich nicht nochmal angreift. Also ja, ich brauche sie tatsächlich alle. Okay, das wird jetzt richtig heftig. Ja, man kann die richtig gut ausbauen zu. Sehr, sehr gut. Das wird jetzt richtig heftig hier. Oh Gott. Oh, du hast auch wieder einen neuen. Ja, dann mache ich mal Nichtangriff und... In Handel? Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Böhmen fleht mich schon wieder an, zu helfen. Was tust du mit den Armen da oben, Steinwallen? Ja, die werden bald verschwinden. Dann flehen sie dich nicht mehr an. Wir machen jetzt plus eins Gold, Leute. Plus eins Gold. Alles ist gut. Oh, wir gewinnen die Schlacht. Ja. Man kann auch mehr Diplomaten haben, ja, aber ich kann es mir nicht leisten gerade. Plündern bringt Geld. Es wird so ein Pyrrhus-Sieg, dass wir am Ende auch nichts mehr haben. Aber immerhin gewinnen wir die Schlacht. Die Vorräte für unsere Truppen werden knapp. Ich wollte dem gerade anbieten. Der Krieg ist vorbei. Dass wir verheiraten, aber die ganze Schlacht. Unsere Truppen haben das Schlachtfeld verlassen. Der Venedig-Krieg ist auch endlich vorbei. Okay, jetzt wird es wieder ausgeglichen. Oh Gott, nicht, dass wir doch noch verlieren. Ich bin bereit. Plündern. Will dieses Dorf hier muss jetzt wirklich mal brennen. Meine Truppen warten. Man kann Truppen, damit sie sich erholen, nur in Burgen packen, ne? Die tun sich auch nicht automatisch erholen. Du musst dann noch Geld dafür zahlen. Müssen sie dafür in der Burg stehen? Verdammt, die haben wir noch. Ja, in der Stadt, wo du sie hast. Oh, ich habe zwei Burgen und nur ich habe zwei Truppen und nur eine Stadt. Ja, semi-optimal. Ja, mein Sohn. Diese Armeen löschen sich hier komplett gegenseitig aus. Das ist ein richtig übles Massaker hier. Ein katholisches Königreich wurde aus unserer Kirche verstoßen. Wer wurde exkommuniziert? Genua, okay. Ich weiß nicht. Hört doch mal auf, immer meine Davon Provinzen zu fordern, Leute. So, jetzt haben wir die hier rausgelockt, die letzten Truppen der Champagne. Politische Übersicht. Und die Sachsen hat Kent zerstört. Ey, Sepp, du gehst ja echt ab wie Sau. Ich habe jetzt halt Kent eingenommen, weil ich sollte die angreifen. Also. Ja. Jetzt sind die ausgelöscht worden, oder? Unser Adel ist zufrieden mit uns. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Alles lief genau nach Plan. Okay, jetzt wartet mal. Ihr bitte weg hier. Ja, mein Herr. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. So, jetzt holt ihr hier Verstärkung. Eine gute Strategie. Während diese Belagerung hier läuft.
Wir haben die Alter. Beziehung zu einem anderen Königreich verbessert. Okay, wenn dein Hauptdude Diplomat ist, ist aber auch wild. Weißt du, was auch wild ist? Wenn dein Hauptdude nichts ist. Ja, das ist... Aber ich dachte, Mensch, scheiße, mein Erbe ist Diplomat, das ist so ein Crap. Aber so schlimm ist es dann zum Glück doch nicht. Also, ich bin bereit. Klaut dir sehr viel Geld. Ein Händler ist, glaube ich, schon wirklich so eins der geilsten Sachen. Oder halt so ein Schlachtführer. Oh, Kinder? Sollen wir los? Kinder machen, bitte? Endlich zu Hause. Sofort. Oh Gott, jetzt haben wir direkt jetzt eine Rebellion. Das ist gerade wirklich nicht aber das eine gute Zeit nicht. Dafür, Leute. Ja, mein Herr. Zurück zur Burg. Ich muss eigentlich diese Belagerung hier brechen. Habt ihr schon so Monarchie-Sachen gekauft? Unsere Soldaten haben kaum noch Nahrungsvorräte. Tradition? Familienschild? Wir haben eine diplomatische Botschaft. Ja, ich habe eine Tradition für Infanteriestärke, habe ich mir geholt, weil ich mir dachte, das ist vielleicht notwendig. Hey, Maurice? Ich bin bereit. Jawohl. Ich wurde von der Champagner gefragt, ob ich nicht mit denen geil sein möchte. Und dann muss ich aber denen helfen gegen Lothringen. Zur Verfügung. Das fände ich nicht so gut. Haben wir nee gesagt, ne? Das finde ich sehr ehrenwert. Ich hoffe, das siehst du. Ich sehe das. Ich sehe das. Meine Truppen aber bist du gerade im Krieg mit denen? Oh, die greifen dich gerade an. Ja, die sind gerade voll bei mir. Das dürfte ich aber hinkriegen. Ich muss diese Rebellen hier weghauen. Ich bin bereit. Aua, ey. Dann wird die Belagerung ihnen ein bisschen wehtun, glaube ich, weil ich jetzt gleich hier zwei Armeen reinsetzen kann. Ihr habt doch jetzt schon Erfahrung. Wie bringt man jetzt hier Städte unter Kontrolle? Mein Schwert gehört euch, Majestät. Also mit dem Kleriker klappte das ganz gut. Oder du hast halt einen sehr starken Feldmarschall, ne? Wie ihr wünscht. Und dann hier Ordnung sorgen, oder? Genau, Feldmarschall, Ordnung sorgen. Wenn das weniger als 50% ist, dann würde ich über den Kleriker nachdenken. Weil der hat immer 50%. Das stand auch irgendwie massiv sich mit Nachbarn irgendwie schlechter werden. Das ist doch super, ey. Jetzt tun wir die hier richtig, die Champagner richtig brechen. Jawoll. Das klingt nur ganz ein bisschen verrückt. Alles gut. So, der macht die ganze Zeit Meinung verbessern. Ja, so will ich das. So will ich das, Leute. Kommt hier Frankreich mit einem Stark ist in Deutschland so. Sehr stark. Ziemlich stark. Bei denen ist man, was schwer einzuschätzen ist, ist, dass sie ständig so viele Kriege haben, dass man nicht weiß, wie handlungsfähig sind sie wirklich. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte aus meinem Vasallentum austreten, dann werden sie vermutlich Nein sagen. Wenn ihr und dann wird es spannend. Würde mich interessieren, wie schlimm das die Armee wie schlimm ist die Reaktion? Ich muss dir auch sagen, nur auch Mut. Mich würde das interessieren. Sollen wir los? Wird gemacht. Für die aus purer Ehre. Akademischer Angriff. Neugierde. Wie viel Krieg haben die denn? Die haben echt viel Krieg. Und sie haben drei Kriege. Genua, Savoyen und Brandenburg. Ich helfe gerade im Krieg in Genua. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Das ist jetzt das Einzige, was ich als meine Möglichkeit sehe. Haben wir die Champagner ein bisschen besiegt, aber die können sich schnell wieder aufbauen. Oh, ich habe einen französischen Menschen gefunden. Nun fühle ich mich erleuchtet. Wäre halt mal ganz geil. Das hat nicht sollen sein. Oh, ein Prinz wurde. Oh, geil. Festmahl. Let's go. Alle mögen mich. Und jetzt richten wir nochmal jemanden hin. So, das Problem ist bei der Champagne, die wird ihre Armee direkt wieder auffrischen können. Das heißt. Aber ich glaube, wir haben ihren besten Anführer gekriegt. Okay, machen wir das erstmal. So. Politische Übersicht. Abgerichtete Pferde und Fässer. Den fucking abgerichtete Pferde her.
Die baust du in der Kaserne. Ich finde das toll. Die Kronautorität wird so geballert durch vernichtete Rebellen. Das ist hallo, wundervoll. Ich war gemutet. Du kriegst Pferde in der Kaserne. Aber abgerichtete Pferde? Ja, du kannst quasi in der... Kalifat, wenn ich nicht doof bin, kannst du in der Kaserne Ställe bauen. Und da bekommst du dann... Hier werden Zugpferde und Schlachtrosse. Ach so. Ja, aber das müsste trotzdem, glaube ich, das sein. Nahrung. Unsere Truppen verhungern. Die Ställe... sind unter Kaserne. Also da kannst du halt die Einheiten, die Kavallerien machen und für Lehensritter die schwere Kavallerie-Sachen. Bald durchbrechen, das ist quasi die Pferde an als Ware, als dass es angebaut wird quasi. Das ist das. Ey, Papst, Kreuzzug, nicht gerade so eine gute Idee, so. Ganz ehrlich. Ich kann nicht mal nachgucken gerade, weil ich habe nicht genug Geld, um noch mal was Neues freizuschalten und was zu bauen. Ey, Deutschland, du willst mir nie helfen und jetzt kommst du auf einmal wieder an, ey. Nee. Ich finde das so komisch, wenn du dann in einer, weiß ich nicht, Markt was baust, wird das automatisch für alle anderen mitgebaut. Ja, ja, genau. Deshalb ist das teilweise auch so ultra teuer, oder was? Genau, man zahlt halt das mit, glaube ich, nochmal quasi. Ich glaube, ich muss die Belagerung meines Plünderns gleich abbrechen. Weil ich nicht genug Ressourcen habe, um sie hungern. Ha. Jetzt will Böhmen Frieden, aber jetzt geben wir ihnen keinen Frieden. Die Welt vernichte steht sie. Euch zur Verfügung. Ja. Okay, das sieht ja jetzt schon mal ganz gut aus. So, in welcher Stadt? Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten. Hast du noch eine Armee, die sich jetzt direkt hier bewegt, wenn ich komme? Oder ist das alles, was du hast? Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Er hat noch was, ich wusste es. Okay, wir locken ihn wieder zu uns. Komm her! Der Papst will, dass wir einen Kreuzzug jetzt anführen. Gegen die Teufel in Tamdult. Zu euren Diensten, nee. Majestät. Wie wär's mit Nein? Tag. Was darf Papst, ich für euch weiß, tun? Du meinst es gut, aber nein. Und ich hasse dich. Es gibt Real-Time-Schlachten in dem Spiel, die gehen nur im Multiplayer-Modus leider nicht. Genau. Aber ich hätte sie vermutlich auch ausgeschaltet, wenn es ginge, weil das ja tatsächlich sehr nervig wäre, wenn immer einer zuschauen muss. Oder zwei sogar. Auf Armeevorrät muss er auch mal achten. Ach Gottchen. Also die Holländer haben einfach eine Armee irgendwo rumstehen und die läuft einfach out of Vorräte irgendwann. Also die steht da schon seitdem ich vorhin Krieg hatte. Diesmal hatten sie Glück. Brechen wir diese Armee hier auch nochmal. Was ist euer Wunsch? Gut, also Schritt für Schritt ringe ich die Champagne nieder. Mein Herr. Während, das ist geil, wir alle dümpeln bei 0 bis 200 Punkten rum und Sepp hat 2800. Unsere Männer haben alle ihre Vorräte aufgebraucht. Schon klar, ja. Was bringt mir das eigentlich, dass ich jetzt irgendwie so ein Groß-Geilo-Reich bin? Ich glaube, du kannst, also auf jeden Fall ist, man kann ja irgendwann sagen, ich will jetzt zum Weltherrscher gewählt werden, dann hast du eine Stimme. Wenn das zum Beispiel Deutschland jetzt sagen würde. Ich glaube, du brauchst 5000 Glorie und das könnte jetzt bislang nur Deutschland machen, um zu sagen, ich wäre gern Weltherrscher und würde ich gewinnen. Du darfst aber auch nicht im Krieg dafür sein. Ich bin recht, Deutschland ich bin zufrieden. Ich habe halt keine, hallo Aki,
Ich habe halt keine Chance, irgendwas zu machen. Wir sehen ein, dass wir die Kampagne in diesem Krieg nicht unterstützen dürfen. Was soll ich tun? Ja, weil das Kriegsgeschick gegen die Champagne wendet. Ich habe ein Gebiet, ich kann nichts mehr ausbauen. Ich habe jetzt meine zweite Armee weggefahren, weil ich kriege kein Geld mehr. Ich kann aber auch nichts mehr ausbauen. Ein weiteres Gebäude zu bauen kostet mich 4000 Gold. Dann ich kann nichts mehr tun, das ist so ätzend. Ja, also ich habe, glaube ich, sowieso gar nicht so. Es ist so ätzend, dass ich einfach direkt neben Ungarn sitze. Ich bin gerade dabei, also ich lock sie immer in mein Reich, um sie dann an meinen Burgmauern zu brechen. Gemein. Bei mir hat das nie funktioniert, die sind immer weggelaufen dann. Nee, die sind alle schon längst tot. Ich habe mit 12.000 Ungarn Krieg geführt. Das ist der Rest meiner Armee, die ich noch habe. Mehr kann ich muss die andere Armee auch gerade auflösen, weil ich es mir nicht leisten kann, weil ich kann sie nicht erhalten. Ich mache 22 Gold. So. Mehr Militärskillen, weil ich tatsächlich... Das Problem ist, ich kann noch nicht ganz nachsetzen, wie ich das gerne hätte, weil ich dafür nicht genügend... Ich habe auch nicht genug Geld, um die Armee zu erhalten. Weil ich einfach... Wir haben halt diese zwei Burgen hier. Das ist jetzt aber richtig doof. Ich kann halt aber nichts mehr halt tun. Geil zu haben. Mein Charakter zackt halt auch einfach Balls. So. Das wäre echt mal ein Vorteil. Danach wäre ich ein bisschen handlungsfähig endlich. Jetzt kommst du mir so... Wie läuft denn dein Krieg, Steinwallen? Erstaunlich gut. Die Böhmen... Die Wissen Böhmen ist Gottes Werk. Ja, besiegt. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen plündern und... Ja, Breslau einnehmen ist mein Ziel jetzt noch. Sehr gut. Also? Mit was soll ich denn einmarschieren? Ich habe ja keine Armee mehr. Ich wage jetzt gar nichts irgendwie zu jubeln. Da kommt bestimmt gleich wieder der Angriff von Polen und dann stehen hier wieder 10.000 Leute. So läuft das doch. So läuft das in der Tat. Lol. Und Pia, wie läuft's bei dir mit deinem begabten Herrscher? Alter. Ich hasse alles. Nein! Ja, ich kann halt nichts tun. So, ich sitze halt zwischen Ungarn und Deutschland. Wir sind halt ultra stark. Alle Länder drumherum, die eigentlich mit mir verbündet waren, haben alle Verteidigungspakts gegen mich geschlossen, obwohl ich niemanden angegriffen habe bis jetzt. Das heißt, ich kann auch nichts angreifen, ohne automatisch mindestens Deutschland anzugreifen. Ich habe einen Dude, der nichts kann. Ich habe in meiner Stadt alles ausgebaut, was geht. Um nochmal was auszubauen, brauche ich 4000 Gold und ich mache 22 Gold pro Runde. Ich kann einfach nichts mehr tun und ich warte gerade einfach nur noch drauf, dass Ungarn draufkommt, dass es mir das zweite Ding auch noch wegnimmt. So. Und ich musste auch meine ganze Armee, ich hatte ja 4000 Mann, ich musste die gerade alle auflösen, weil ich kann sie nicht erhalten, seitdem mein König damit Mitte 30 gestorben ist, weil mein Dude nutzlos ist und ich den Handel nicht aufrechterhalten kann. Uff. Es ist echt Pain und ich werde die ganze Zeit von meinen Nachbarn dazu genötigt, dass ich Ungarn angreifen soll, weil Ungarn bösartig ist. Und wenn ich darum bitte, dass ich Gold oder Unterstützung bekomme, heißt jedes Mal, ja, machen wir. Wenn du Ungarn angreifst. Okay, cool. Verdammt. Das ist echt kann scheiße. Kann ich dir denn sonst noch helfen irgendwie? Ich glaube nicht, außer jemand von euch hat Bock, Deutschland anzugreifen. Damit ich mich aus... Nicht so, ich meine, aber Sepp hat noch ein bisschen Bock, Deutschland anzugreifen. Ja, Deutschland ist so eine Sache. Ja, das Problem ist, also wenn ich zum Beispiel mich freispreche von Deutschland, dann bringt das ja Pia auch nichts. Weißt du? Das stimmt. Ich bin halt in dieser Zange zwischen Ungarn und Deutschland und ich habe halt keine Chance, weder gegen Ungarn noch Deutschland, nicht mit diesem einen Pissland, das ich habe. So, das ist halt Pain. Pain. Und jetzt könnte ich Oder mir... Oder wir machen halt irgendwie alle gemeinsam einen Angriffspakt gegen Ungarn. Das ist das ja schaffen wir trotzdem nicht. Wir verlieren trotzdem gegen Ungarn. Mit Geld würde, ich weiß nicht, ob Geld Pia jetzt so direkt helfen würde. Nee, Geld bringt mir gar nichts, weil also ich kann mich ja nicht bewegen. So. Ich habe ja auch, Deutschland bietet mir 7.400 Gold dafür, dass ich Ungarn angreife. Aber das, was soll ich tun? So, ich verliere den Krieg und dann bin ich mein letztes Land auch noch los. So. Ja. Das stimmt. Das ist super kacken.
Ja, ich überlege auch gerade, wie man dich gut supporten könnte. Weil ich habe jetzt auch bald wieder zumindest ein bisschen Handlungsspielraum, nachdem ich jetzt hier die Champagne, die schon wieder um Frieden winselt. Ich habe schon versucht, einen Bündnispakt mit Deutschland zu machen. Die geben mir aber kein Land. Das bringt nichts. Ich kann auch nicht direkt wieder mit Ungarn Frieden machen oder sonst was. Die hassen mich immer noch. Ich arbeite seit 30 Jahren gefühlt daran, dass sie mich weniger hassen. Und sie sind mir immer noch feindlich gestimmt. Und währenddessen sind die alten Herrscher, die Krieg geführt haben, schon gestorben. Und die hassen sich immer noch so. Das ist alles super schwierig. Zu einem anderen Königreich verbessert. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Oh, warte mal. Politische Übersicht. Die Holländer haben einen Spion zu mir geschickt. Er wurde hinter dem Vorhang ertappt. Der gegenwärtige Dschihad wurde beendet. Wow, was kann ich damit machen? Ich kann mir diese ganzen Länder im Angriff nicht mehr... Also ich schaffe diese ganzen Länder im Angriff nicht mehr. Freilassen, das verbessert die Beziehungen. Weil ich halt nur ein Gebiet habe und mich halt nicht aufgebaut bekomme mehr ordentlich, weil mein Dude auch so scheiße ist. Ich muss eigentlich warten, bis mein Dude stirbt. Oh. Guckt euch den ja an. Venedig gehört zu Tirol, kann ich nicht. Tirol sind meine einzigen Verbündeten, die ich noch habe, die mich mögen. Ich glaube aber, und sie sind auch in einem Verteidigungspakt gegen mich. Das ist doch endlich mal was. Ich kann hier nichts angreifen, und Leute. Ich habe alles. Du hast immer noch Paris, Sepp, ne? Die haben das dir nie abgenommen. Ich bin auch mega cool mit den Franzosen. Ich habe auch direkt wieder eingeheiratet. Ist das geil. Also ich werde Frankreich einfach irgendwann so übernehmen, glaube ich. Interessant, wenn wir das weiter ausbauen. Dafür wurde ich jetzt unwollentlich in den Krieg gegen Ungarn mit reingezogen von Tirol. Wundervoll. Wie könnt ihr es einfach machen? Wie geht das denn? Weil ich habe einen Verteidigungspakt mit denen gestartet, in der Hoffnung, dass sie dann reagieren, wenn Ungarn mich nochmal angreift. Und jetzt haben die Ungarn angegriffen. Scheiße. Eine unmögliche Mission. Das ist Katastrophe. Ich sterbe für mein Königreich, aber das geht nicht. Gut, das Schöne ist, jetzt kann ich das Geld von Deutschland annehmen. Ich habe nur Mädchen geboren, das ist aber bitter. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Ach, verdammt, wo ist es? Betrachtet es als erledigt, Majestät. Ach, als ob jetzt auf einmal wieder Rebellion hier ist. Ich komme nicht drauf klar. Jut, hat dein König Kinder? Mein König ist selber noch ein Kind. Mein König ist selber noch ein Kind. Ich fühle mich Gott näher. Ach, das ist lieb. So. Wie schlimm ist die Garnison hier? Jetzt kenne ich mich mit Kriegskunst aus. Relativ schlimm sogar. Ich glaube nicht, dass mir Deutschland Land geben wird, Leute. Warum sollten sie auch? Pack die mal ab und dann gehen wir hier hin. Ein neuer Kriegsverbündeter. Ich kann das nicht mal auswählen. Langfristig lohnen. Abgerichtete Pferde und Eisen brauche ich. Da nur schnell hin. Weil das, wir könnten versuchen, ob wir es schaffen, uns jetzt vielleicht Ljubljana wieder unter Dings zu unter Nagel zu reißen. Ne? Ach, plündert Hannover? Oh Gott, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Was? Du hast geplündert? Ach, da oben. Oh mein Gott, deshalb. Ja, ich werde geplündert. Das ist so am Ende meines Reiches. Und ich habe es einfach nicht meines wegen dem anderen Oberlay gesehen. Reiches. Ich muss erstmal meine Armeevorräte. Franzosen kommen mir sogar freiwillig. Es gibt keinen Frieden zu Champagne.
Eine es neue gibt niemals Region Frieden mit der Champagne. Wir gewinnen eure das Krone jetzt, wird fallen. Endlich. Eure Befehle. Bald sind wir ja. da. Sie. Das sind aber auch 5000, ey. Ich kann ja, es ist jetzt allmählich ein starker General. Krass. Ja, den habe ich gut aufgelegt. Ich hab ja sonst niemanden, wo ich das reinballern könnte. Ich wollte gerade sagen, können deine Ritter eigentlich sterben? Wir konnten ja, die Meinung auch. Unserer Armee also, nee, an Alter um meine ich. Den Sieg. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich habe ja immer noch die ersten quasi. Ich glaube aber, die haben Alter. Wenn dahinter steht, steht erwachsen. Aber es ist ja stimmt. Bei den Kindern, ne? Nee, also. Ich wollte sagen, bei mir, also ich habe die schon so lange. Ich glaube, die können nicht sterben. Okay, dann also glaube ich halt auch nicht, ne? Ist ja eigentlich geiler, die dann zu leveln. Gut, am Anfang vielleicht deinen ersten Herrscher, aber dann lohnt sich das auf jeden Fall, die auch zu leveln. Naja, beim Herrscher lohnt es sich deshalb, weil der immer sofort auf Level 3 geht bei jeder Fähigkeit. Das ist schon stimmt. Das stimmt. Ist schon ein Vorteil. Deswegen würde ich immer erst den Herrscher leveln. Und vor allem ist halt auch dein erster Gratis-Charakter. Jetzt habe ich das hier verpasst. Ja. Ja, aber auch bei den anderen, weil... Mit der, und wenn du Level 3 Fähigkeiten hast, kannst Vermählung. Du auch diese Tradition freischalten. Stimmt, auch wertvoll. Ich kann den auch nicht mehr nach Geld so, fragen. Also Leute, jetzt guckt euch mal an, wie oder? Wir hier... Plündert der Adel feiert das auch. Nur der Klerus ist immer, da bin ich immer unbeliebt. Frankreich! Was? Ah, da ist wieder jemand gestorben. Oh. Das könnte ein Erbschaftsanspruch sein. Was soll denn das? Selbst Erbschaft einfach. Kalle. Das ist Frankreich oder was? Erbschaft beanspruchen. Jetzt hat er auch Kalle. Oh, Kalle, das ist aber ein schönes Land. WTF. Warum will niemand mit mir Heirat machen? Ich hätte es einfach beanspruchen sollen vorhin. Guck mal, direkt nicht Angriffspark. Komm, können wir direkt vermählen? Nee, schade. Egal. Ich habe endlich auch mal eine Hochzeit. Ich habe mich mit Deutschland vermählt. Geil. Ja, bei Deutschland habe ich die Chance verpasst. Ich wollte die Tochter unbedingt heiraten. Und ich habe es ganz knapp verpasst, einfach leider. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Müssen mehr Kinder haben. Die Welt steht euch zur Verfügung. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind, Majestät. Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Der feindliche Armeeführer ist Kreuzzug in unserer gegen Venedig. Hand. Ja, das ist der historisch. Hat zum nee, historisch. Venedig hat eher mitgebracht. Endlich wieder warmes Essen. Waren nicht so die tollsten Sachen, die dann passiert sind. Eine gute sind. Strategie. Eine gute Deutsch, Strategie. Also, zeigt es diesen geworden, Ungläubigen. Ja. Wir marschieren los. So, was haben Champagner wir hier? Bayern möchte, will auch eine Hochzeit. Krieg gegen Lothringen nicht sehen. Ich dachte, du hast ihn jetzt platt gemacht. Ja, mein Herr. Er ist auch gleich weg. Nehmt mit, ah, 1600 was ihr bieten könnt. Sie mir jetzt auch. Die nehme ich also zumindest ich mein, mit. Was? Ja, natürlich nehme ich die mit. Ja, das ich auch die Belagerungsausrüstung ja. vor. Eine großartige eh gleich weg. Königliche Hochzeit hat ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich 1600. Also, das ist easy money, den hätte ich auch gemacht. Also das war ja free. Kann man nichts gegen sagen, selbst gebe ich offen zu. Seine Exzellenz, der König und seine erlaubte Hä? Familie. Mein König hat gerade ohne meine Erlaubnis wen geheiratet. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, was? Majestät. Der hat, ich habe gerade einfach eine Meldung bekommen. Ach toll, ihr habt geheiratet. Was? Geil. Ich habe aber niemanden geheiratet. Ja, das machen die, wenn du es lange unbesetzt hast, damit du auch Kinder bekommst, damit du es nicht vergisst. Ah. Ich vergesse doch nicht zu heiraten. Aber ich wollte mir mein Weibsbild selbst aussuchen. Wir ergeben uns nicht. Haltet Stand. Schande. Was darf ich für euch tun? Rebellion zum Niederzug ich sehe hat jetzt alles. Voll viel Kohle gebracht. Rebellionen sind tatsächlich gar nicht so schlecht fallen, zu haben, ab und an, witzigerweise. Die bringen dir sehr viel Stabilität, wenn du sie niedermachst. Sind sehr einfach zu besiegen. Und du kriegst auch noch Geld, wenn du einen Anführer Taktiken hinrichtest. Sind immer hilfreich. Vor allem Kronautorität. Ja. Meine Kronautorität ist ziemlich hoch, obwohl ich nie groß Geld dafür ausgegeben habe. Weil ich so viele Rebellionen, irgendwelche komischen deutschen Loyalisten hatte, die immer wieder angekommen sind.
Ich meine, ich finde das aber toll, dass Sepp halt Schritt für Schritt quasi Frankreich wird, weil dadurch Frankreich selbst immer schwächer wird. Und Frankreich will ja immer mir ans Bein pissen. Also, das ist eigentlich lieber Sepp als Frankreich, sagen wir so. Das ist mal lieb. Lass mich frei. Ich entlohne euch reichlich. Ein neuer Kriegsverbündeter. Der Sieg ist nah. Nice, jetzt haben wir Metallbau. Das ist ja cool. Ich habe meinen Teil erledigt. Einige unserer Einwohner haben eine fremde Kultur angenommen, Majestät. Oh nein. Krass. Das ist nett, Gnitil, danke schön. Für die Krone. Ey, ich hab grad so einen Killerprinzen bekommen. In allem ist er gut. Unsere Armeen haben eine Siedlung. Mega geil, Killerprinzen. Killerprinz. Wie er ist nur kein so großer Diplomat. Dein Lager vor ihren Toren. Er ist super gut als Spion. Ja, das hatte ich auch. Und außerdem habe ich einen Diplomat gemacht, weil, naja. Ja, Spionage bin ich auch nicht so ein Fan davon. Die ist zu teuer, die ist zu später. Angriff. Ich mach mal einen Marschall aus ihm. So, wie kriegen wir das jetzt hin, dass du jetzt mal hier... Eure Befehle. Zurück zu Burg. Beenden wäre doch ganz toll. Nee, das ist gar nicht mehr unruhig. Lull. Was aber echt komisch ist, dass man im Krieg so krass irgendwie in den Punkten runtergeht. Ich weiß gar nicht, was das Spielprinzip dahinter ist. Ich glaube, vielleicht wegen der Stabilität. Ja, möglicherweise. Die gibt ja ziemlich viele Punkte und du kriegst echt viel Kriegserschöpfung mit der Zeit. Echt? Das könnte sein, dass das daran liegt. Mhm. Leute, ich glaube, wir holen uns. Ich traue es mich noch gar nicht zu sagen. Aber okay, ich habe es ausgesprochen und ich hätte es nicht aussprechen dürfen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir holen uns da vielleicht was von Ungarn zurück. Endlich wieder warmes Essen. Aber wir holen uns leider diese Belagerung aufheben. Wird gemacht. Gar nichts zurück. Da hinten kommt ein bisschen zu viel auf uns zu. Das schaffen wir nicht. So. Schade. Leute, ich sag's euch, die Champagne. Zurück Champagne hat immer zu Lothringen gehört, auch wenn Lothringen selbst nicht mehr wenn zu wir Lothringen das hinkriegen, gehört. Dass sie uns nachlaufen. Und dass sie uns in unserem Gebiet angreifen. Ich muss aber echt sagen, irgendwann muss ich gegen Deutschland vorgehen, weil das denen wirklich einfach meine Stadt nicht wiedergeben wollte. Los geht's. Aber ich glaube, da kriegen wir sie nicht dazu. Weil der kassiert richtig viel Geld, ne? Ja! Wie viel kriegt der? Also bei mir sind es, ich habe insgesamt 195 Einnahmen und 50 davon gehen an den Souverän, also ein Viertel. Wo steht denn das bei den Ausgaben? Warte mal. Wenn du die Ausgaben kriegst, da. Ausgaben 175 kriegt er von mir. Tribut an Souverän. Ja, der nimmt nur. Also, will ich gar nicht so viel Geld du machst, wenn das dein Tribut ist. Aber ja, kassiert eine Menge. Also ich bin immer noch der Meinung, Sepp, es wäre interessant. Sofort. Was? Ich werde das auch. Ich werde das auch, wenn ich jetzt Holland. Ich würde jetzt mal Holland. Bald sind wir da. Zu, wir sind unterwegs. Ja, wird gemacht. Okay. Schauen wir mal, ob Deutschland sich jetzt an diese Abmachung hält. Falls jemand von euch sich aus Deutschland loslösen wollte, wäre jetzt der Zeitpunkt, also das zu tun. Die Armeevorräte füllen sich gar nicht automatisch auf? Nee, okay. Was ist euer Wunsch? Falls jemand von euch das Bedürfnis hatte, sich aus Deutschland zu lösen, wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Warum? Weil ich Deutschland gerade dafür bezahlt habe und ihnen dabei helfe, Venedig anzugreifen und sie dafür Ungarn angreifen. Das ist natürlich eine Gelegenheit. Wäre nicht vielleicht. Ich möchte meinen Salz zurück. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ja. Ich mach das nur wegen meinem Salz. Wäre dies nicht vielleicht der Zeitpunkt, sich Nancy zurück in die Umarmung Lothringens zu holen? Nancy, bitteschön. Ja, Nancy, stimmt. Wir nennen es Nancy. Oh, ich könnte sagen, Deutschland greift Lothringen an. Das ist eine super Sache. Pia, das ist das falsche Venedig. Nein, das ist nicht das falsche Venedig. Hä? Es gibt nur ein Venedig. Aber würden Sie das machen? Ich bin mit denen verheiratet eigentlich, mit Deutschland.
Das wäre schon schädlich. Es ist ein Ärgernis, ständig das Kindermädchen für Sachsen zu spielen. Ihr könnt eure Unabhängigkeit haben, aber ihr müsst noch einen kleinen Preis zahlen. Unterstützung im Krieg gegen Ungarn. Oh. Und Krieg zwischen Brandenburg und Deutschland. Ach, so leicht geben die Unabhängigkeit. Krass. Das ist doch, das wir ist haben doch. Einen neuen ja, Verbündeten geil. In unserem Krieg. Geil. Unsere Armee ist mit unserem Vorgehen momentan unzufrieden. Bayern bietet einen Nicht-Angriffspakt. Bayern? Pia, magst du Bayern oder nicht? Ich habe mit Bayern auch einen Nicht-Angriffspakt, gerade weil ich eh nicht anders kann. Ich kann nicht alle Schlachten führen. Ja, aber zukünftig könnte ich da vielleicht sonst irgendwann mal helfen. Achso, ja, aber zukünftig, du kannst da ruhig erstmal einen Nicht-Angriffspakt annehmen. Alles gut. Ich versuche gerade für mich irgendwie mir Ljubljana wieder zurückzuholen und hoffe, wenn jetzt alle mit Ungarn Krieg führen, dass das vielleicht dann sogar funktioniert, dass ich mir ja, Ljubljana wiederhole. So. Ich meine, ich würde jetzt auch mal gucken, wie es mit der Unabhängigkeit aussieht bei Deutschland, wenn das bei Sepp so einfach geht. Kannst du bitte mal hier jetzt Champagner wegschnitzeln? Die sind gleich weg, keine Sorge. Das dauert ja so lange. Ich habe halt mir eine Belagerung. Chips geholt, ich weiß doch die brauche ich auch noch. Wie hat Sepp das jetzt gemacht? Einfach gefragt und haben sie gesagt, ja, wenn du Ungarn angreifst. Ja, aber Sepp ist auch, glaube ich, eine andere Hausnummer. Ne? Ja, leider. Aber trotzdem, ich meine, Fragen kostet ja nichts. Also ich könnte nicht so einfach Ungarn angreifen. Hey, Ungarn muss ich auch nicht angreifen, ich muss dir nur helfen. Aber gar nicht so scheiße. Steht der katholischen Kirche vor, ein neuer Kriegsverbündeter. Oh, ich der Sieg Frieden. Ist nah. Nee. Wir haben eine feindliche Siedlung geplündert. Die Meinung unserer Armee hat sich verbessert. Mein Herr plündert dieses Dorf. Macht es Sinn, einen Händler auszubilden, eure auch wenn er null Sterne auf Wirtschaft hat? Also ich hoffe, weil mein König hat auf gar nichts Punkte. Der Feind wird fallen, also gefühlt. Ich hoffe, dass es irgendwas trotzdem bringt. Gestoßen. Wow. Jetzt bin ich mächtig und so, Leute, jetzt gibt es hier noch einen Belagerungsbruch von 5000 Mann gegen 1000. Was mache ich denn jetzt? Also du bist da im Krieg. Die Franzosen sind im Krieg. Deutschland ist im Krieg. Ungarn angreifen. Ich meine, du könntest mal gucken, also ich soll ob du Ungarn dich angreifen, Pia. Das wird dir helfen. Wenn du Ungarn beschäftigt bekommst. Ich möchte mir halt Ljubljana unten zurückholen. Das habe ich ja auch ausgebaut. Das ist jetzt eine legit Frage. Also wenn du Bock hast, dir mit mir Ljubljana zurückzuholen, wäre das unfassbar geil. Weil also dann ich kämpfe ja sowieso gegen Ungarn, weil ich wegen Deutschland gegen Ungarn kämpfen muss. Ja, das wäre übel. Das wäre übel nice. Ich habe auch 4.500 Mann da unten gerade. Und das wäre, also das wäre cool. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ich will es auch gleich mal checken, wie das mit der Unabhängigkeit ist. Wenn sie mir auch sagen, auch gegen Ungarn, dann gehen wir alle gegen Ungarn. Das fände ich ganz geil. Oh, gehen die da oben jetzt auf mich drauf? Getötet, nice. Mega. Jetzt habe ich aber negative Sachen bekommen, weil ich denen nicht so geholfen habe wie... Ey, das Spiel ist teilweise auch schon recht smart, ne? Du kommst nicht mit all diesen, du denkst dir, ah, voll der coole Cheese-Move, den ich hier machen kann. Und dann, ja nee, wir haben da schon gemerkt, dass du hier versucht hast, die Spielmechanik auszunutzen. Du kannst doch gar nicht nachfragen. Wir ergeben uns nicht. Haltet Stand! Unser Allianzführer hat mit den Feinden Frieden geschlossen. Ja. Und der Krieg ist vorbei. Brandenburg ist beendet. Jetzt habe ich nur noch Krieg mit den anderen Dullis hier in Ungarn. Ja. Bis zum letzten Mann! Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Aha, ich gehe erstmal Gassi mit. Weiß ich nicht, wie viele ungarische Dudes das sind. Warum sind die denn jetzt alle hier auf meiner Seite? Wird gemacht. Oh Gott, Österreich wird da gleich. Oh mein Gott. Wenn ihr darauf besteht. So, jetzt will ich bitte hier noch dieses Gebiet auch haben. Wie und dann schauen wünscht. Wir mal, wie das mit der Unabhängigkeit ja. hier so steht. Wie lautet Alter, euer ist da Befehl? Hinten eine fette Schlacht. Wir ey, haben das eine gar diplomatische nicht. Botschaft erhalten. Ja. Ich glaube, man muss schon ganz schön Power in der Hinterhand haben. Holy shit. Hast du es gerade probiert, Steinwollen? Nee, habe ich nicht. Ich habe mich nicht getraut. wer wagt es? Das Spiel hat mich schon so oft so richtig. Ja. Meine Truppen warten. Sag's jetzt nicht. Wir wissen alle, was du sagen wolltest. Ach du Schande,
läuft der Krieg gegen Ungarn? Ich bin noch nicht mal beim Krieg gegen Ungarn. Ich bin noch bei, ich kümmere mich um meinen Teil der Abmachung mit Venedig, weil ich kann nicht allein in Ungarn reinmarschieren. Da unten laufen 10.000 Mann. So. Sobald ich auch nur zu nah Richtung Ljubljana gehe, sind sie alle da. Feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Ich brauche die Belagerungsfähigkeit. Sie laufen auch bei mir wieder in meinem Gebiet durch die Gegend, auch bei meiner Hauptstadt. Das fühlt sich nicht so toll an. Unser Allianzführer hat mit den Feinden Frieden geschlossen und der Krieg ist vorbei. Bei mir, immer noch. Stimmt. Du kannst auch bei mir Fässer holen. Ich habe auch Fässer. Nee, habe ich nicht mehr, stimmt. Der Feind plündert ich hatte eine unserer Siedlungen. Fässer. Okay, Deutschland habe auch welche. Ich habe 20 Bauern. Ich habe den Handelswert dafür gar unser nicht, leider. Unser Allianzführer hat mit den Feinden Frieden geschlossen. 6.000 Gold, wenn ich den Franzosen gegen England helfe. Oh. Wow. Das ist eine Ansage. Wow. I take it. Armee sinken lassen. Wow. Kreuzfahrer Lukas hat. Ach, jetzt ist der Krieg mit Venedig vorbei. Weil. Ich bin bereit. Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Super, jetzt habe ich das umsonst gemacht. Unsere Königin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren. Deutschland will einen Verteidigungspakt gegen Frankreich. Ja, das finde ich ganz gut. Mein Herr, zurück Meister. Zur Burg. Nein. Was? Ach, ich wollte eigentlich meine Beziehung mit England verbessern, um da ein bisschen das auszubauen. Ach du Scheiße, England ist so viel stärker als Frankreich. Ja, mein Herr. Ja, Frankreich ist ja, also du bist ja inzwischen die Hälfte von Frankreich. Ach du Scheiße, jetzt greifen die Frankreich ein. Los geht's! Du Scheiße, ey. Mein Herr, wir marschieren mega, los! Mega, da habe ich mir ja was eingeheimst. Das hätte ich vielleicht ein bisschen double-checken sollen. Ja, meine Truppen warten. Endlich zu Hause. Mit. Feindliche Spiel. Truppen Schwarze. Haben unsere Grenzen überquert. Also Frankreich ist... Wie lautet euer Befehl? Endlich mit wieder mir warmes Essen. Zusammen nur 20% so stark wie England selber. Majestät. Scheiße. Scheiße. Könnt ihr aufhören, meine Sachen zu plündern, bitte? Was machen die da? Das wäre jetzt vielleicht so die Frage gewesen. Nein, nein, okay, ja. Meine Truppen warten. Ich mir dann jetzt als nächstes wir hier haben unsere Bauern verärgert, Majestät. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Ich gehorche. Endlich zu Hause. Ist es möglich, dieses Spiel zu gewinnen? Ja, bei Sepp läuft es ja richtig gut. Also. Ey, Sepp könnte heute legitim noch die echte große Siegbedingung schaffen. Hungern ab 5.000 kannst du dich ja von anderen Weltherrschern zum Weltherrscher wählen lassen. Die Belagerungsausrüstung vor. Sepp hat jetzt 3.000. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Respekt. Stimmt. Das ist legitim eine Möglichkeit, die heute passieren könnte. Lauft er mit Ungarn nach Deutschland und fängt da oben jetzt Krieg an? Damit ich hier unten Zeit habe, das einzunehmen. Ich habe jetzt gerade Krieg gegen England. Aber. Oh, und Steinwallen hat Böhmen gebrochen, wie ich sehe. Ja. Pia, was bräuchtest du? Immer, es ist immer nur die gleiche Geschichte. Ich versuche immer noch Ljubljana zurückzuholen. Ich versuche zu verstehen, wie sich die. Ob das Zeitfenster, das ich gerade habe, ob das reicht, bevor seine Armeen wieder hier vorbeikommen. Ich werde diese Maden zermalmen. Aber ich vergab nicht, dass es reicht. Gekommen, um uns zu helfen. Und was müsste ich dann machen, um dir zu helfen? Ist immer noch der Krieg, ist immer noch Ungarn. Ungarn ist das Problem. Also ich muss von mir aus bis zu Ungarn laufen. Ja, theoretisch gesehen... Ach, ich kann Ljubljana angreifen, oder? Du greifst doch selber Ljubljana an. Ich greife Ljubljana an in der Hoffnung, dass ich es einnehme. Ja, gegen die, das schaffe ich. Das Problem ist, dass da überall Armeen von Ungarn rumlaufen. Und ich muss es jetzt schon abbrechen. Meinst du schon mal so ein bisschen protecten, oder was? Wenn du das könntest, du könntest dir Packs holen, zum Beispiel. Patches. Falls du da auch was einnehmen möchtest. Das wäre direkt daneben. Nicht so viel. Oder du holst dir unter Meißen, da ist gerade Armee auch von denen, aber nicht so viel, Brünn. Oder wie heißt das? Oder, na ja, es müsste Brünn sein da. Du meinst von Ungarn? Ja, genau.
Kann ich das überhaupt? Das kann ich, glaube ich, gar nicht, weil ich im Krieg nur durch Deutschland bin. Aber ich könnte dir in Ljubljana helfen, dass du das auf jeden Fall durchziehst. So. Wie lange brauchst du noch, um das angreifen zu können? Der König ist gefallen. Also hier steht, Belagerung läuft. Wo sehe ich denn, wie lange das noch geht? Gewinnt deutlich. Ich muss 50% der irgendwas haben. Oh Gott, jetzt will Deutschland Straßburg erben. Und greift mich dann an, wenn ich ihnen das nicht gebe. Ach, die Nahrung, ja, das braucht noch. Das ist die Erbfolge. Nee, Nahrung nicht, das andere. Rebelliert. Ah, jetzt habe ich eine Rebellion. Geil. Eine unserer ja gut, wird dann von Deutschland belagert. Müssen wir jetzt wohl kämpfen. Rebellion helfen? Also das mache ich nicht. Also die Hauptstadt sollte die Rebellion nicht schaffen. Die kriegen es nur hin, diese Nebensiedlungen zu zerreißen. Ich glaub, es hackt Deutschland, ganz ehrlich. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Moment, ist jetzt die Armee von dem König? Verschwindet die, wenn er stirbt, einfach? Oh, das ist hart. Dann ist ja ein König als Marschall totaler Schwachsinn. Ja, weil der dann gefangen genommen wird, ne? Nee, weil er ist gestorben einfach. Ja, gut, das ist ja noch schlimmer. Das ist ein alter König ein Problem, aber wenn ein Marschall. Meine Männer sind müde, werden aber durchhalten. Ja, klar, aber beim Herrn. Oh, das ist mega cool. Also, es dauert ein bisschen, weil es echt weit. Neue Taktiken sind immer hilfreich. Okay, da muss ich jetzt eine neue Armee ausheben. Das ist wirklich weit. Ich weiß, das ist wirklich weit. So viel Geld. Ich kann es noch selber sehen. Oh nein, sie kommen. Oh Gott, sie kommen. Sie kommen über Klagenfurt gleich von rechts von der Seite. Aber sie stehen noch in. Sie stehen noch in Österreich. Oh Gott, aber ich glaube, wenn die da oben in Wien mit dem Plündern fertig sind, dann wandern die runter. Die kommen nämlich gerade von oben. Da sind nochmal 4000 Mann. Oh. Geil ist, Deutschland hat gerade eine Rebellion in Nancy am Hals. Das heißt, die wollen jetzt Straßburg haben, aber ich glaube, das wird jetzt umgekehrt laufen. Ich kann nicht abhauen, Leute. Das ist meine letzte Chance. Ich muss Ljubljana einnehmen. Ich kann nicht nur im Kreis rennen die ganze Zeit. Ich muss die Armee auflösen, wenn ich das nicht schaffe. Das wird nix. Wartet mal, wir... Aber diese Plünderung. Immerhin ist die Rüstung jetzt noch stimmig. Ich meine, am Anfang wollte ich ja gar keinen Krieg führen und jetzt führe ich nur Krieg. Was ist denn meine Armee gerade? Die ist gerade bei Bern. Mein Name ist ganze Goldsäcke wert. Das ist unmöglich. Wo winken so, die Profite? Kann ich denn mit dir noch so Diplomatie und heute so vorher nicht machen, Pia? Bestimmt. Wird das nicht irgendwie Sinn machen noch? Bestimmt, lass mich mal gucken. Anbieten. Handelsabkommen kann ich dir anbieten, zum Beispiel. Achso, du hast mir gleichzeitig auch was geschickt, glaube ich. Die Kaufleute im Reich rühmen Angebot eure aus Taten, Deutschland. Majestät. Unsere Armee ist mit unserem Vorgehen momentan unzufrieden. Oh, jetzt ist natürlich mein Handel mit Deutschland weg. Dann lasst uns doch mal mit Meißen handeln. Macht mein Dude denn gerade gar nichts? Ich sollte weiter Deutschland einlullen. Oh, Prinzessin Halunka, also deine Tochter Haluka, sieht ein bisschen aus wie Wednesday aus der Serie. Oh Gott. Ist doch so. Oh, ab wo du gerade sagst, vielleicht kann ich auch endlich mal wieder heiraten. Eine wunderschöne Prinzessin geboren. Nee. Lasst uns beten. Das ist alles blöde. Alter, wenn ich meine, das ist halt so geil, dass Deutschland gerade hier eine Rebellion nach der anderen hat. Und seine erlauchte Familie. Nachdem sie mir diesen Erbfolgekrieg erklärt haben. Ich liebe es. Also England ist übelst strong. Ah, wir sind immer noch da oben, das ist gut. Oh, wenn ich also Ljubljana zurückkriegen, wäre halt richtig krass.
Also ich habe jetzt auch extra 4000 Gold ausgegeben, um dich besser zu unterstützen, weil ich habe jetzt Frieden mit England, damit die mir nicht in den Rücken fallen können. Oh, das ist sehr lieb, danke schön. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, damit ich nicht Angst haben muss, dass die mir in den Rücken fallen. Unsere Truppen haben das Schlachtfeld verlassen. Aber meine Truppen sind echt langsam. Ja. Okay, da unten. Nein, wieso wurde der Krieg gegen Ungarn beendet? Warum? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich bin auch gerade da. Ja, er wurde einfach beendet. Ich glaube, Deutschland hat ihn beendet. Weil Deutschland, nee, hat ihn noch nicht beendet. Aber bei mir ist es einfach weg. Warum? Ich habe doch nichts weggedrückt. Ich habe einfach nur die Meldung bekommen, Krieg ist beendet. Warum? Ich krieg dir, erklär dir einfach nochmal den Krieg. Kannst mich mal Krieg erklären? War, glaube ich, irgendwie ein Zardar. Irgendein Kreuzfahrer hat da eine Provinz erobert. Ich glaube, das war irgendwie der Kriegsgrund. Und der hat das dann dort. Sie wollen jetzt alle zu England. Genau. Hä? Warum ist das denn passiert? Der Adel sieht uns in besserem Licht. Die Meinung unseres Klerus hat sich verschlechtert. Die Meinung unserer Kaufleute hat gelitten. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Geil, jetzt machen wir den ganzen Scheiß. Ich will uns gegen die Rebellen helfen. Nochmal, ich hab gar keinen. Das gibt's nicht. Also meine Kultur ist so weak. Also entweder bin ich England oder ich bin Deutschland. Das ist einfach total dumm. Dieses Spiel mobbt mich wirklich, ja. Der Klingst heißt nicht. Okay, wo kann ich noch was bauen? Bei Nordsee verlieren wir echt gut so Truppen. Viel lernen. Das ist nicht so günstig. Wir müssen es nochmal zurückziehen und die Vorräte vielleicht Waffen und mal Belagerungswaffen bauen, tatsächlich. Salz und Fässer. Wo bekommt man Salz her? Ich dachte, Pia hat Salz. Ja, ich hab's gleich wieder. Wenn ich Ljubljana habe, habe ich wieder Salz. Ja. Alles Salz, das du möchtest, Sepp. Alles. Ich hab ganz viel Salz. Ich habe sogar Salz, ohne dass ich Ljubljana habe. Mein ganzer Spielstand ist Salz. Zurück und diese. Das Spiel ist nicht so ähnlich zu Crusader Kings 3, nee, aber also ein paar Kleinigkeiten, kleine Ähnlichkeiten hat's. Kriegt man denn Salz her? Aber jetzt nicht so mega viel. Ach, kostet 5000 sogar. Ja, okay, Nancy ist leider sehr stark. Das hat eine echt krasse Garnison. Da brauche ich noch bessere Armee. So. Ich zieh mal meine Rüstung aus. Pia, ich dürfte jetzt da sein. Ja. Ja, ich bin da. Ach, scheiß England. Ist das deine Armee da unten, die da steht? Jawohl. Ja. Gott, ich habe meine Karte wieder verloren. Wir sind aber noch nicht verbündet, ne? Ich weiß noch nicht so genau, Das sind Rebellen. Ich kann dich, glaube ich, auch nicht darum bitten. Ich kann dich nicht darum bitten, dass du mir hilfst. Mitzumachen, weil ich eh schon im Krieg mit denen bin. Ah, aber dann sind die für dich auch feindlich. Dann ist das ja gar nicht so schlimm, tatsächlich. Nee, deshalb warte ich einfach hier und warte auf Feinde, die dich nerven wollen. Das ist amazing. Hast du selber Interesse an Ungarn-Gebietern? Ich werde meine großen Taten in meinen Memoiren erwähnen. Ich kann sie, glaube ich, selber nicht bekommen, weil ich nicht mit denen im Krieg bin, weil Deutschland mit denen im Krieg ist. Ach, du kannst du denen nicht selber den Krieg erklären? Wo ich könnte es die ganze Zeit hier plündern. Warte mal, ich könnte es einfach die ganze Zeit plündern, das ist auch gut. Dafür kriegst du Geld, ja. Jetzt kann ich unsere Ausgaben optimieren. In Ljubljana mache ich das mal nicht, ne? Schwaben ist dem Krieg gegen Ungarn beigetreten, das ist aber doof. König Königreich Stabilität minus 20. Was? Meine bescheidenen Fähigkeiten werden besser. Dankeschön, Gypsal. Vielen lieben Dank für die 22 Monate. Dankeschön. Ey, sorry, ich kann nicht gegen England in den Krieg ziehen, Frankreich. So, jetzt ist endlich mal Zeit für die Bordelle. Ach, du hast auch noch. Ja,
Du hast auch eine Rebellion, Pia? Ja, ja, ich habe auch eine Rebellion da oben. Die kämpfen schon 100 Jahre und schaffen es nicht, Klagenfurts Dorf da einzunehmen. Und ich kann gerade nicht reagieren, weil meine Armeen sind hier unten drin. Aber das ist nicht schlimm. Gegen Klagenfurt kommen sie nicht an. In Klagenfurt habe ich 3300 Mann stehen. Also sind jetzt Schwaben dem Krieg gegen mich beigetreten? Meine ganzen Handelsbeziehungen brechen weg. Ihr Schweine. So. Ich werde mir jetzt symbolisch meine Rüstung ausziehen. Und hoffe, dass es auch bedeutet, dass der Krieg vorbei ist. Aber ich muss mich anlehnen können. Jetzt nach 4,5 Stunden. 8 Stunden. möchte ich nicht mehr. Ich gucke mit einem Auge auf den Bildschirm, aber ich bin kurz AFK. Da bist du. Hier sind wir da. Rebellion beendet. Nice. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen. Feinde können sich Rebellen anschließen. Das wusste ich tatsächlich bis gerade eben nicht. Shitty McTiddy, wieso habe ich das auf einmal? Das ist natürlich richtig scheiße. Jetzt kommt hier Schwaben. Oder ist es sogar Deutschland selbst? Nee, es ist sogar Deutschland selbst. Jetzt hier. Okay, aber ich versuche noch mit Truppen reinzukommen. Oh Gott, das wird echt ein Massaker hier. Das Spiel hat halt immer neue interessante Details. Und zwar. Ja, ja. Ich hatte 2 Armeen und hatte mal eine im Feindesland und habe mal alle Truppen, wollte ich in die andere Armee bringen, mit dem General oder mit dem Marschall nur zurückmarschieren. Der Feind bin an will unsere Belagerung brechen. Stadt, die noch nicht erobert war, vorbeigezogen. Und dann haben die, weil der ohne Truppen war, den Anführer gefangen genommen. Einfach Geil. Nur, weil er vorbeigelaufen ist. Das war echt krass. Ja. Oh Gott, da kommt eine andere Armee auf mich zu. Halt, stopp, warum? Oh nein. Oh nein. Majestät. Unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Oh, was? Wie? Da ist eine Armee dazugekommen und jetzt habe ich 7500 Mann, gegen die ich kämpfen muss. Ich war 2 Sekunden weg. Nein. Oh Gott, ich könnte dir aber auch nicht helfen. Jetzt habe ich richtig viele Leute hier verloren. Botschaft erreicht. Das war richtig hart. Ja, bei mir läuft es auch nicht so gut. Ich hatte so eine Rebellion. Ach, das waren 2 Armeen, die gekommen sind. Ah, super. Dann ist Deutschland aber trotzdem, mit rein. Bist du denn jetzt eigentlich von Deutschland unabhängig? Weil du im Krieg bist mit denen? Eure Befehle. Ist eine gute Meine Frage. Truppen warten. Also, ich glaube, ich zahle sogar noch Tribut. Nee, ich bin unabhängig. Immerhin. Okay. Ich verdiene nur kaum Geld. Das sind 7000 Leute. Sepp, hast du Bock zu handeln? Ja, meine Armee stoppt da jetzt auch dran. Geil. Aber also. Der Feind hat unseren Ritter in Kampf gefangen genommen. Sie haben meine Armee gerade geschlagen. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Ich komme mal zu dir, um dich zu verteidigen. Da gibt's nichts mehr zum Verteidigen. Ich wünsche mir mittlerweile einfach nur noch, dass ich sterbe, damit ich neu starten kann. 7000 Leuten hier uns alle einfach wegmachen. Nee, also ich hoffe einfach wirklich nur noch darauf, dass sie mich jetzt endlich finishen, damit ich wohl neu starten kann. Da kommen ja noch mehr. Ach, naja, Scheiße. Kann ich vergessen. Nein! Hör ich an. Oh Gott. Geh weg. Okay. Es ist riskant. Okay, Pia. Aber ich protecte dich. Mutig sein. Was die machst du denn? Die große Armee geht vorbei und nur die kleine Armee kämpft gegen mich. Die Armee zieht weiter. Oh Gott, nein. Wir sind unterwegs. Und du hast eine Rebellion. Vertreiben wir das die Eindringlinge. Das ist eine Katastrophe. Es wird immer schlimmer. Ey, das ist furchtbar. Nicht alle furchtbar. Oh Mann, Pia. Das gibt's doch nicht. Der Papst hat die Ketzer exkommuniziert. Der Papst hat Ungarn exkommuniziert. Hilft uns das? Es macht zumindest es für andere leichter, Ungarn anzugreifen, glaube ich. Hier mit eurem Ungarn angreifen. Ja, Ungarn ist wirklich irgendwie ultra nervig. Dammit, wo sind denn jetzt meine Armeen hier? Ich würde es ja nicht machen, wenn ich nicht müsste. Scheiß die Wand an, ey. So, immerhin handeln wir jetzt mit Sachsen, Leute. Da kommt wieder Gold rein. Burgund bietet uns Hilfe an. Ja, dankeschön. Ich plündere jetzt zumindest bei Deutschland ein bisschen mal. Ich will mich ein bisschen schadlos halten an ihnen.
Ich hab die Schlacht gewonnen, Pia. What? Geil. What? Wo? Ja, ich habe sie Lina gemacht. Lina gerissen. Ich habe zwei Hauptmänner von ihnen. Geil. Er hat meine Hauptmänner getötet. Was für mir? Für die Ehre. Vielleicht hat die Beziehung zu Ungarn, Meinung des Adels Ungarns verschlechtert sich. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt. Ja. Die Meinung unseres Adels Deutschland hat Frieden geschlossen. Mit wem? Mit Ungarn. Mit Ungarn. Finde ich nicht so gut. Dann haben sie jetzt ja mehr Zeit, sich auf mich zu stürzen. Keine Sorge, ich habe auch noch Krieg mit denen. Kann ich dir jetzt hier helfen? Eine gute Strategie. Ich habe eine neue Rebellion. Ich kann hier Augsburg für dich holen. Du kannst, ich habe mit denen keinen Krieg. Dir? Und die haben viel mehr Armee. Mit unseren Armeen schaffen wir das nicht. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Ich werde erstmal zurückgehen. Zurück zur Burg. Kann ich deine Rebellen hier angreifen? Ich glaube, die schon, ja. Also ja, die sind nervig für dich, ne? Die sind auch nervig für mich, ja. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Dankeschön. Deine Rebellen sind auch nervig, ja. Ich krieg einfach Ungarn, ist wirklich so ein... Was sind jetzt mein... Ungarn ist echt ein richtiger Scheißhaufen. Ich finde Deutschland schlimmer gerade. Was ist das denn jetzt hier? Warum Deutschland? Deutschland ist so schäbig. Die führen Krieg gegen mich, weil sie Straßburg von mir wollten. Einfach nur, weil meine Tochter da mal eingeheiratet hat. Aber sie haben doch die ganze Zeit eine Stadt von mir gehabt. Die haben immer noch Nancy. So, den haben wir. Tötet sie alle! Was ich jetzt mir hole. Jetzt also nicht, bin ich mächtig nicht, und hier so ein bisschen rum, um Deutschland zu schwächen und Gold zu kassieren. Mein Wissen ist gestiegen. Ah, Gott, Alter. Das ist jetzt aber auch hier so ein Ding gewesen. Österreich. Wie stark ist Österreich gerade? Ich glaube, euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Die wollen mir helfen gegen Deutschland. Aber ich glaube, das ist totaler Quatsch. Die haben doch nur eine Stadt. Aber ich kann dir eine Tochter anbieten, Sepp, falls du noch eine brauchst. Ich habe drei zur Auswahl. Kannst du eine aussuchen, wenn du eine haben möchtest. Mike. Sammy, was machst du da? Wir bezahlen jetzt einfach den Kindern. Andere Ressourcen haben wir nicht. Unsere Armeen waren in der Schlacht siegreich. Lerus ist halt so angepisst bei mir, aber der wollte halt schon wieder, dass ich einen Kreuzzug finanziere. Leute, wir haben wirklich Besseres zu tun. Los geht's. Oh Gott, Deutschland hat auch schon richtig Elite-Einheiten. Oh Gott. Endlich zu Hause. Wir haben schon Deutschritter und alles. Können wir nicht Frieden schließen? Unser Krieg ist vorbei. Eine unmögliche Mission. Kommen die jetzt hier hin? Die retten jetzt hier ihre Siedlung. Oder wollen die mich angreifen? Die gehen gar nicht zu ihrer Siedlung. Dann plündern wir hier weiter. So. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Was ist das? Ah, da oben kommt Ungarn. Achtung. Depp. Ja, ist egal. Ungarn ist ja nicht mit mir im Krieg. Ach so, okay. Dann... Ich bin auch tendenziell... Planen wir unsere Strategie. Wo ist meine Armee? Mann, ich bin immer noch bei dir. Oh, shit. Ja, Majestät. Oh, das ist nicht gut. Ich habe gleich keine Versorgung mehr. Kann ich die bei dir auffüllen? Nein. Ich bin da gerade drinnen. Ich kann nur gerade nicht rausgehen, weil da 3000 Mann vor der Haustür sind. Nein, alles gut. Du hast Krieg mit denen? Mit Ungarn? Ja. Die kommen hier gar nicht. Okay. Immer noch. Ach du Scheiße. Klar. Anscheinend hat Deutschland immer noch anderen Stress. Können wir dir nicht eher Augsburg und Innsbruck besorgen, weil das Stadtstaaten sind? Das Problem, also theoretisch gesehen ja, aber es ändert nichts daran, dass ich jetzt immer noch Krieg mit Ungarn habe. Und dann würde ich mir jetzt noch einen Krieg aufmachen. Also ich kann mal gucken. Nee, was gehen würde, ich könnte die erobern und dir dann geben. Ja, aber dann ist es ja geschenkt, das ja. Habe ich ja nichts dafür getan. Ja, du hast schon ganz schön viel getan. Gelitten ja, habe ich. Suffered from pain. Okay, lass es mich anders formulieren. Dann habe ich nichts erfolgreich gemacht.
Deutschen wollen irgendwie meine Unterstützung. Wir haben die Meinung unseres Klerus verbessert. Kann man Generäle auch verkaufen? Nee, glaube ich nicht. Du kannst sie nur wegschicken, ne? Moment, die Stadt schließt ja. Weg, weg. Oder halt hinrichten. Na, wegschicken. Sehr genau, wegschicken kann man sie. Ach, du meinst Beilassen, meinst du? Genau, gegnerische Generäle, die von Ungarn jetzt. Fall, aber nur per Event, da gibt's dann Angebote. Das müsste sie dir anbieten, genau. Ich bin trügerisch wie die Nacht. Alles hat seinen Preis. Jetzt Rebellen auftauchen. Ich habe schon Kultur verbreiten und alles. Ja, meine Leute finden mich echt doof. Dabei ist aus Sachsen gar nicht so schlecht zu sein, oder? Gut. Das gefällt mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Majestät. So, die Verzweiflung hat begonnen. Wir haben jetzt einen Spion. Oh. Man könnte sagen, du hast bis jetzt die Westexpansion Ungarns verhindert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verhindert habe. Ich habe eher das Gefühl, ich habe Dinge verzögert. Aber eine Verzögerung ist halt nur semi optimal. Krass, was man dann noch nachher für Second-Gebäude bauen kann. Ey, das ist ja... Okay. Wow. Okay, jetzt kommt Deutschland hier an mit so einer Winz-Armee. Aber die kriegen wir ja wohl. Okay, nee, hier kommen sie leider auch. Jetzt bin ich mal gespannt, was die hier machen. Was ist das? Ach, das ist Österreich. Okay, hätte ich vielleicht doch ihre Hilfe annehmen sollen. Wer ist gerade Feind von Deutschland? Ich glaube, niemand. Autsch. Deutschland verlangt, dass wir Ungarn angreifen. Ja, mach das mal bitte. Ich habe gerade verlangt, dass ich habe gerade versucht, Vertraut Ungarn in den Krieg reinzuholen, dass sie mir gegen Deutschland helfen, aber sie haben keinen Bock. Möge euch die Sonne Ich habe gerade jetzt hier mal ein bisschen Flow beim Ausbau unseres Landes. Das will ich genießen. Die Meinung unseres Klerus hat sich verbessert. Ja. Ich dachte auch, es läuft gerade echt gut. Und dann habe ich gegen diese eine Rebellion so viel Armee verloren. Das war schlimm. Ich baue jetzt richtig auf Militär aus. Ich baue jetzt richtig lauter Gebäude, die mir diese Einberufungspunkte kriegen. Dass ich halt einfach hier, dass das hier was wird. Und hier reißen wir die Kirche ab, um Behausungen zu bauen, dass wir mehr Leiber müssen wir. Wir müssen einfach mehr Leiber in die Schlacht werfen, Leute. Einer unserer Das ist so ein wenig, worum es hier heute geht. Die Meinung unseres Adels hat sich verschlechtert. Nice. Ja, und dass mein König gestorben ist und dadurch seine Armee weggefallen ist, das hat mich wirklich zurückgeworfen. Dass man da die Armee einfach verliert, ist echt hart. Also dann würde ich eigentlich immer versuchen, den König nicht zum Marschall zu machen. Weil das ist ja wirklich ein Riesenverlust. Versus, wenn du einfach nur eine Handelsroute verlierst oder sowas. Apropos, kann ich nicht noch mit irgendwem handeln? Meine Armeemoral ist mittlerweile, gelinde gesagt, am Arsch. Die Königin hat einen gesunden Prinzen geboren. Also, Pia, wie ist denn das so, wenn ich jetzt einfach nach Bayern gehen würde, ne? Und sagen würde, okay, die lösche ich aus und dann gebe ich dir das, damit du halt irgendwie wieder auf die Füße kommst. Das macht doch irgendwie Sinn, oder nicht? Was genau meinst du? Bayern war das. Ich bin nicht gemutet, ja, ne? Okay. Oder das andere daneben, halt eins neben dir, was halt nicht mit Ungarn zu tun hat, weil Ungarn halt fucking strong ist. Du... Ich kann halt, lass mich mal gucken. Also Innsbruck oder Augsburg halt. Aber wenn ich mir das angucke, würde ich eher zu Innsbruck tendieren, weil die haben nicht so feste Mauern. Innsbruck ist darunter, ne? Innsbruck ist Tirol. Ja. Direkt neben dir.
Ja, ich glaube, ja, ich kann da auch mit reinziehen. Also ja, auf jeden Fall. Majestät, ich frage mich, ob es vielleicht smarter ist, wenn ich denen einfach den Krieg erkläre und dich mit in den Krieg hole und wir das einfach gemeinsam dann einnehmen. Das so machen, das war auch gut. Ja, das wäre sehr nett, danke schön. Das wäre, glaube ich, doch besser, oder nicht? Ist safe leichter, als durchzukommen, weil Ungarn, ja, ich glaube, Ungarn... Ungarn ist eine eigene Geschichte. Ich möchte mal kurz warten, bis ich meine Armee wieder reparieren kann. Ich muss mal ganz kurz Pause drücken. Oh lol, Tirol hat gerochen, was wir gesagt haben. Tirol hat mir gerade eine Hochzeit angeboten mit dem Sohn, aber das lehne ich dann jetzt ab. Ja, Mann. Die haben das echt gerochen. Das ist echt krass. Das ist Schweine, ey. Ich habe übrigens noch Töchter im heiratsfähigen Alter. Falls jemand eine gute Frau sucht, wir haben Töchter im heiratsfähigen Alter gerade. Ne? Gut. Haben wir einmal hier mitgegeben. Perfekt. Dann drücke ich hier wieder Start und. Ach so. Ich wollte gerade nach einer Austretepause fragen. Ja, na, das können wir auch gerne mal machen. Auch eine Austretepause? Eine, meinst du mit Beine vertreten oder? Ja, genau. Jawohl. Gerne. Und gehe an ein stilles Örtchen. Das können wir gerne machen, jawohl. Gut. Jawohl, dann. Natürlich. Bis in ein paar Minuten. Bis wann? Viertelstunde? Oder was? Boah, 10 Minuten würde ich sagen, ja? Okay. 10 Minuten reichen auch. Alles klar, ja, perfekt. Bis gleich. So, Leute, dann gehe ich ganz kurz Pipi machen, dann bin ich auch gleich wieder da. Denn nichts nutzt, König ist sehr potent, ja. Yes. Aber die Kinder sind halt alle nicht so der Burner, ne? Seine Exzellenz, der König und seine erlauchte Familie. Ja, der ist zumindest nicht dumm, so. Chips sind schon da, ich geh nur ganz schnell Pipi machen. Boah, ihr Leute, das ist echt hart. Das ist echt richtig, richtig hart. So, gleich wieder da. Macht sehr, sehr viel Spaß. Aber ich hätte mir selber einen großen Gefallen damit getan, wenn ich. Ich hätte mir selber einen großen Gefallen damit getan, wenn ich ein bisschen mehr von dem Spiel gewusst hätte oder es ein bisschen besser gekonnt hätte von Anfang an. Ich kenne die. Vorteil, also die quasi die vorherigen Teile nicht. Ich habe die noch nie gespielt gehabt. Das ist jetzt mein erstes. Oh, da und sind wir wieder. Moment, Kopfhörer noch wieder auf. Hallo. Hörst du mich? Hallo, hallo. Maurice hört uns nicht. Maurice ignoriert uns. Ich bin jetzt wieder da. Ah, sorry, doch. Ich hab mich erst gemeldet und dann meine Kopfhörer wieder aufgezogen. Alles ah, gut. Die smarte Reihenfolge so. War. Ich habe das Gefühl, jetzt, nach der ganzen Verzweiflung, die ich durchlebt habe, verstehe ich endlich so richtig, wie das Spiel funktioniert. Ja, okay. Ich beginne auch allmählich mehr zu begreifen. Die was ist deine wichtigste Lektion? Ich raff jetzt die Dinge. Also ich habe ja die quasi vorherigen Teile nicht gespielt. Das ist halt mein erstes. Und ich habe zwar ins Tutorial reingeguckt, damit ich mich so mit der Basissteuerung und so weiter auseinandersetze. Aber das ist halt, du brauchst halt immer mehr Anläufe als einen. Oder ich zumindest, damit ich durchblicke, was ich da eigentlich tue. So. Und ich glaube, es wäre anders verlaufen, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde an der Stelle. So. Kann gut sein. Ja, ich hätte auch einfach früher ein Verteidigungsbündnis machen müssen gegen Frankreich. Das hätte viel gebracht. Ich hätte einfach nicht darauf vertrauen dürfen, dass die KI irgendwas tut. Oh, also mir hat sie ganz gut geholfen. Ja. Böhmen hat mir geholfen und ist dabei zugrunde gegangen. Aber sonst? Jetzt ist es Meißen geworden. Auch. Aber natürlich, man lernt unheimlich viel.
ist jetzt meine dritte angefangene Partie und ich habe jetzt schon wieder so viele Dinge gelernt. Ja. Ich hatte eigentlich auch eine bisschen weiter gespielt, aber aus einer luxuriöseren Position. Ich hatte Frankreich gespielt, wo du nicht ganz so leichtes Opfer für die Wölfe drumherum bist. So als Kleinstaat muss man wirklich vorsichtig sein, so, weil andere Leute politische dich echt einfach Übersicht sehen als schwache Beute. Aber lasst uns doch mal, bevor wir weitermachen, noch mal eine Bilanz ziehen. Fangen wir doch mal bei Sepp an, dessen Sachsen sich inzwischen bis nach England und über Paris erstreckt. Ja, bald, also Frankreich ist bald nicht mehr. Ich glaube, bei der nächsten Thronfolge wird Paris, also wird Frankreich mein sein. Bist du immer noch in dieser Thronfolge mit drin? Ja, wir machen natürlich. Das immer wieder, ich bin jetzt in den nächsten, in die nächste Heirat reingerannt und Rouen wird, glaube ich, danach mir gehören. Ich glaube, er nimmt so spieltechnisch immer das, was dir am nächsten ist, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher, aber zumindest hat er mir Calais vorhin gegeben. Und der gute Mann, der sieht auch alt aus. Der sieht auch alt aus, der französische König. Mal gucken, wann der abnippelt. Ich bin fasziniert. Aber England ist halt so ein Problem. England ist halt, wenn du dir das auf der Karte anguckst, ja, riesig. Wie auch so in Spanien voll drin. Stimmt. Und die hassen einfach die Franzosen. Wow. Die Welt steht euch zu. Ich war tatsächlich mal ein bisschen drin in der englischen Familie. Ich wollte auch den Erbfolgetrick machen. Ah. Aber dann ist irgendwie mein alter König gestorben und dann galt es nicht mehr, weil das dann halt nur noch meine Schwester war, die da verheiratet, mein Bruder, der da verheiratet war und nicht mein Sohn. Das war dann ein bisschen schade tatsächlich. Dann Steinwallen, was ist, du hast dich auch ganz gut, Meißen hat gut expandiert. Ja, Böhmen ist jetzt hier meißnerisch geworden und das hat jetzt ganz ziemlich gut geklappt und ich habe jetzt gerade meine Freude daran entdeckt, jetzt so ein bisschen zu puzzeln und Waren und Handel zu betreiben. Du bist jetzt tatsächlich nicht geneigt, noch weiter irgendwie, ich weiß nicht, Polen oder sowas oder unabhängig. Polen ist enorm stark, unabhängig wäre schon vielleicht, ja, das Problem ist im Krieg, das Schöne ist, wenn man im Frieden ist, dann kann man wirklich schöne Dinge machen. Im Krieg muss man sich so voll auf, muss man alle Ressourcen da reinstecken. Das stimmt. Verliert die ganzen Punkte, die Ruhmpunkte, die Stabilität sinkt. Wir haben das jetzt 4 Stunden gehabt oder 5. Oder so. Ja, ich kann ein Liedchen davon singen. Ich bin jetzt froh, dass ich überlebt habe, gewachsen bin und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, das Potenzial ist da, um aus dem Land ein bisschen was rauszupressen. Okay, ja, finde ich gut. Finde ich cool. Gut. Pia, wie ist bei dir die Lage mit Ungarn und alle? Oh Gott, ich sehe gerade Ungarn auf der Karte. Holy shit. Ich habe jetzt 250 Gramm Chips. Die machen uns auf jeden Fall ein bisschen besser. Das glaube ich. Kifferbohnen. Was soll ich sagen, Maurice? Ey, Pia, ich habe also, was ich gerade noch drüber nachgedacht habe, als ich für meine Leute ein bisschen zusammengefasst habe, ich kann dich aber nicht vasalisieren oder so, dass die halt dich nicht mehr angreifen, weil sie dann immer in Krieg mit mir gehen würden, oder? Verteidigungspakt könnt ihr halt machen gegen Ungarn. Das würde gehen, ja, ein Verteidigungspakt, aber das andere geht, glaube ich, nicht. Hat, ich habe einen Diplomaten. Ich habe auch einen. Dann könnt ihr denen einen Pakt schließen lassen. Dankeschön, Scotty, für die 15 Monate. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sogar andere Nationen da gerne mit reingehen, weil Ungarn ja offenbar ein dauerhaftes Problem ist. Ich war schon mal in einem Verteidigungspakt gegen Ungarn. Das hat mich schon mal in einen Krieg mit Ungarn reingezogen. Ah, aber in dem Fall wäre es ja nur du und Sepp dann vielleicht. Das wäre ja schon mal Könnte was. Man dann ja auf jeden Fall also danach gucken, weil ich dachte mir so, okay, aber man kann, glaube ich, niemanden vasalisieren. Wenn ich das richtig sehe. Also auch so ein Stadtstaat kann ich nicht anklicken und sagen, auch die NPCs halt nicht. Leider. Dankeschön, Jolie, für die 25 Monate. Vielen Dank. Ja, ich würde dir da bei Innsbruck auf jeden Fall gleich helfen. Das wäre sehr cool. Also ich hoffe, dass mir dadurch wieder ein bisschen mehr die Möglichkeit dazu gegeben wird, halt Gebäude zu bauen. Weil die Problematik ist halt, mit jedem, also jede dieser Stadterweiterungen wird teurer. Ich habe nur eine Stadt. Und wenn ich noch eine Stadterweiterung bauen möchte, kostet mich das mittlerweile 6.000 Gold. Das ist halt schwierig und ich mache gerade 8 Gewinn. Und ich kann aber auch Armee nicht reduzieren, weil sobald ich Armee reduziere, ist Ungarn wieder vor meinen Toren. So, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Deswegen, wenn ich mich irgendwo noch reingesetzt bekomme, wäre das großartig. Ja, klar. Ich habe für meinen Teil, habe jetzt halt Krieg gegen Deutschland. Ich
wartet die ganze Zeit nur drauf, dass der Hammer irgendwie fällt, weil die haben ja viel mehr Truppen als ich. Sie müssten sie nur mal benutzen. Also sobald also ich halt könnte das mit einem Klick, glaube ich, regeln, Maurice, wenn du möchtest. Was? Ja, ich kann ja einfach sagen, Deutschland greift Maurice an. Also das. Ja, ich habe ja schon Krieg dagegen. Also das ist ja schon. Du hast schon Krieg mit Deutschland? Ja, ja. Weil Deutschland wollte Straßburg haben und ich habe Nein gesagt. Aber Deutschland ist auch mit 5 anderen noch im Krieg. Ne? Genau, deswegen ist so ein bisschen die Sache, wann My entscheiden life. Sie sich, dass ich Ziel Nummer 1 bin? Und sobald das passiert, habe ich ein Problem. Bis dahin geht's tatsächlich gerade. Ja, hol dir Nancy. Und ich habe jetzt beschlossen, Nancy ist leider mega stark verteidigt. Die haben da richtig Garnison gebaut. Aber ich habe jetzt beschlossen, weil Schwaben hat sich gedacht, wir helfen Deutschland. Aber Schwaben ist extrem schwach. Ich habe jetzt beschlossen, wenn Nancy nicht mein sein soll, dann ist doch Konstanz schön. Jetzt gucken wir mal, was da passiert. So. Ich hoffe, dass du das bekommst, wenn die einfach nur sich angeschlossen haben. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass mehr so ein Plünderungsding dann nur ist. Ja, aber plündern ist ja auch gut, ne? Alles, ja, du, auf jeden Fall. Wir probieren's. Und dann sind da die Bayern auch noch, die leider auch gegen mich sind. Ich habe dir übrigens eine Frau angeboten, Maurice. Oh. Ich habe gesehen, du hast noch keine. Das ist ganz furchtbar. Deswegen habe ich dir, meine Wirtschaftsfrau habe ich dir angeboten. Das stimmt. Dann ab geht's. Oder? Jawohl. Ja. Unbedingt. So, Konstanz hat auch massive Rebellionsprobleme, die ich jetzt schamlos ausnutzen werde. Das finde ich gut. Also, Pia, wenn meine Armee wieder voll ist, erkläre ich Innsbruck den Krieg. Also Tirol. Ja. Weil man kann ja auch Städte einfach Leuten geben, ne? Ja, aber kann oder ich nehme sie einfach ein. Also, wenn ich den Krieg erkläre und dich mit reinnehme, dann müsste es ja eh bei mir landen, oder? Stimmt, das mit dem mit reinnehmen geht, ne? Nicht, dass wir hier gleich was machen und dann bist du alleine da und voll am Arsch. Warte mal, lass mal kurz überlegen. Du machst Angriff. Ich meine, wir sind ja verbündet. Das geht safe. Ich mache mir da, ja, klar. Gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Da mache ich mir keine Sorgen. Das wird schon. Oh, das ist sogar mein. Oh, den sollte ich mitnehmen. Der hat Katapulte sogar. Boah, Alter, ich habe auch viele Sachen hier. Dankeschön, Crazy Kitty, für den Prime-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Aber es wird nachher richtig teuer. Brauchst du, wenn du deine Truppen dann heilen möchtest. Das ist so insane teuer, wenn du halt auch teure Armeen hast. Jo. Das ist dann auch gar nicht mehr so einfach. Da kannst du einfach YOLO reingehen irgendwie. Schade. Was darf ich für euch tun? Es fehlen die Voraussetzungen für Salzhandel. Wieso? Marktplatz. Feindliche Truppen fallen in unseren Landen ein, Herr. Oh nein. So. Ungarn kommt vorbei. Hast du immer noch Krieg mit denen? Ja, ich krieg die nicht dazu bewegt, damit aufzuhören. Zu euren Diensten, Majestät. Verzeiht. Das ist okay, das also. Geht nicht. Der Feind plündert eine unserer Siedlungen. Leute, ich glaube, Salzburg wird mir Konstanz wird mir gehören. Der macht sogar einen Ausfall. Jetzt backstabt er uns und holt sich das, was Alter. Wir haben wollen. Wie viele Truppen haben die? 2200, die gerade da sind. Bei dir? Ja, sie können meine Hauptstadt nicht einnehmen damit. Keine Chance. Aber sie stehen halt daneben und plündern. Dann warte einfach und sonst musst du mich nachher in den Krieg auch noch mit rein. In alle. Überall Krieg rein. Wir müssen es ja mal hier langsam auch mal hinkriegen. Das gibt's doch nicht. Ich sterbe für mein Königreich. Aber das geht nicht. In Bayern bin ich ja auch im Krieg. Augsburg neue Geschäfte. Auch schnappen. Wobei Augsburg ist sehr mächtig. Das ist sehr ausgebaut. Konstanz ist halt richtig schwach und klein und verwundbar. Das ist die Art von Stadt, die man haben will. Hätte ich das eher gewusst, hätten wir jede Menge gespart. So. Jawohl. Okay, also meine Hauptarmee ist geheilt. Recht zerstört. Was ist kaputt gegangen? Schwaben. Schwaben ist vernichtet worden. Ja, die haben sich dem Krieg Deutschlands gegen mich angeschlossen. Heute und werden ich fand die Geschäfte so geil. Deswegen habe ich beschlossen,
zu agieren dagegen. Und jetzt werde ich mal gucken, ob ich Nancy als nächstes bekomme. Prophet, die haben auch gerade wieder schön eine Rebellion. Alter, das ist den Rebellen kann ich nicht vorbei. Ich dachte, die sind nicht gegen mich, deswegen. Naja, gut, dann machen wir das schnell. Oder wir holen uns schnell Zürich, während, nachdem die Rebellen es geschwächt haben. Jetzt das wird der greedy. Ey, ich hol mir alles, Leute. Das wäre Hammer. Die Rebellen haben jetzt gerade die Garnison von Zürich richtig runtergeballert. Ich hoffe mal, die regeneriert sich jetzt nicht so schnell. Während ich hier noch diese Rebellen hier wegmache. Krieg ich diese Armee aufgelöst? Nee, ne? Die Meinung unserer Bauern hat sich verschlechtert. Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Los, sei so dumm und greif Klagenfurt an. Nee, natürlich greifen sie. Oh Gott. Die KI ist leider nicht so dumm, ne? Nee, aber ich komme jetzt hier auch nicht mehr raus. Ich rate euch, mich gehen zu lassen und euren guten Ruf zu wahren. Aber ich kann dir helfen, da rauszukommen, oder nicht? Wenn du 5000 Mann bekämpfen kannst, weiter steigend. Ja, easy. Ja, ja, easy. Ich glaube, das müsste Sepp gut schaffen. Er hat ja. Ich habe zumindest auch 5000 Mann, aber die sind halt gut ausgebildet, immerhin. Ich muss jetzt nur noch mal warten, bis dass ich die Armee heilen kann. Also das mit diesen Armeepunkten ist halt auch echt ein Berufungspunkt. Wie viel Plus habt ihr? 53. Was? Feindliche Truppen haben sich den Gegner angeschlossen. Ach, du hast ja Luxemburg, ne? Luxemburg ich hat halt insane viele Dinger, Alter. Ich hab zwei Provinzen, die halt drei Burgen haben. Das Problem ist, meine Wirtschaft ist ziemlich schäbig deswegen, weil halt meine ganzen Provinzen Militärprovinzen sind. Aber ich habe jetzt auch, weil ich halt so viel Krieg habe, hab ich gesagt, okay, ich baue jetzt richtig auf diese Einberufungspunkte und werd halt jetzt einfach die Leute knechten, die es wagen, sich hier ständig. Weißt du, immer wenn ich denke, jetzt mal Frieden, jetzt mal Wirtschaft, kommt Deutschland und sagt, ey, ich glaube, Straßburg sollte mir gehören. Und irgendwann, weißt du, ist halt der Punkt erreicht, wo du sagen musst, nee, Deutschland, aus, Schluss. Oh, Deutschland möchte gegen Lothringen meine Hilfe haben. Haben Sie Angst vor mir, diese Narren? Oh, jetzt ist Tirol auch noch dem beigetreten. Ey, ich hab doch gerade eine Nation Sie bieten mir sogar einen Nicht-Angriffspakt an. Aber warum solltest du das tun? Dich jetzt, Nutzt doch lieber die Gelegenheit, wenn Deutschland schwach ist, dir ein bisschen politische was zu snacken. Übersicht. Nein, ich gehe jetzt ja Pia helfen. So, Herr, wir gehen jetzt wir nämlich haben nach feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. So, Pia. Meine Einheiten marschieren gen Innsbruck. Was wird Innsbruck gerade auch angegriffen? Innsbruck nicht, nee. Klar, in Klagenfurt belagern sie Sachen. Also Ungarn. Ich habe das Achievement Vlad der Pfähler bekommen, weil ich so Nein, viele oder? Rebellen hingerichtet habe. Das ist doch kein Zufall. Unsere Errungenschaften und Waren. Sehr schön. Gratulation. Wir uns Zürich, Leute. Kommt. Ich habe auch keine einzige Ware mehr. Ich kann halt nicht. Ein Hund vom Papst ist eingetroffen. Ich glaube halt, die Schwierigkeit ist halt, diese ganzen Kriege, die Deutschland ständig hat, die schlagen ja hart auf deren Zufriedenheit. Bedarf eurer Aufmerksamkeit. Auch, ja. Also ich glaube, dass die tun sich nicht so einen Gefallen damit tatsächlich. Die Meinung unseres Klerus schwindet, Majestät. Es ist so eine harte Scheiße, ey, wirklich. Lasst uns Handel treiben. Okay, Pia, wie machen wir das jetzt? Das kann ich leider nicht tun. Du kommst nicht raus? Also ich sollte nicht rausgehen, weil 4600 Mann direkt neben meiner Hauptstadt stehen und ein Dorf plündern. Dann lass doch das wirklich so machen. Ich nehme einfach Innsbruck ein und dann kann ich dir doch anbieten, Land. Ihr besitzt keine Länder, die zu Korinth gehören. Ach, das wirst du mir nicht angeben können, weil das nicht zu mir gehört. Das werde ich angreifen müssen, was kein Problem ist. Ich muss nur... Kann ich Lublia... nee, das macht ja keinen Sinn, das anzugreifen. Aber du kannst ja trotzdem den Krieg erklären und ich mach das einfach. Das kann ich machen. Du musst ja nicht reingehen. Ich kann dem trotzdem den Krieg erklären. Hm.
Ein Mitglied unseres Hofes wurde eingesperrt. Unsere Wächter haben einen fremden Ritter gefangen genommen. Unsere Kronautorität sinkt, Majestät. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Was denn? Ich hatte mit denen noch einen Handel laufen und jetzt haben sie einfach meinen Händler eingesperrt. Der Klerus rühmt uns. Oh nein, und jetzt haben sich, deswegen hatte ich das vorher nicht gemacht, ich habe nicht mitgedacht. Jetzt hat sich das Verteidigungspakt, das alles gegen mich geschlossen hat, hat sich jetzt entschieden, sich gegen mich aufzustellen. Ah, scheiße. Jetzt haben, das ist halt das Problem, wenn ich nicht Ungarn oder Deutschland angreife, sondern irgendwas anderes, dann erklärt mir jetzt in dem Fall, haben mir jetzt den Krieg erklärt. Seine Exzellenz, der König. Deutschland, Österreich, Bayern und Tirol, weil ich es geweigert habe, Tirol den Krieg zu erklären. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin in der richtigen Zange, ich kann mich in keine Richtung bewegen. Der Feind wird stärker, Herr. Also, ist eine Katastrophe. Ihr Narr! Ich hätte das Gold für mein Lösegeld in einer Woche verdient. Wir haben unseren Adel verärgert. Rebellen haben aber Deutschland ist gerade eher papierlos. Du hast jetzt also Krieg, ne? Ich habe Krieg erklärt. Ich habe den Krieg erklärt. Zieh mich doch in den Krieg wenigstens rein. Oder? Warma, kann ich dich in Krieg unterstützen? Krieg mit Tirol. Alle finden das scheiße. Bei mir im... Dankeschön. Ja, das ist... Alle hassen mich. Oh, Kronautorität ist auch richtig in den Keller gegangen. Ja, meine auch. Die ist auf minus 37. Ja, erstmal hinrichten und hinrichten. Eieieiei. Eieieiei. Okay, Innsbruck greife ich zumindest an. Ich entlohne aber wenn ich das richtig sehe. Ja, doch, da. Deutschland, Österreich und Bayern. Okay. Ja, bitte. Hoffen wir mal, dass die jetzt keinen Quatsch machen. Oh Gott. Ja, ganz gut. Okay, also Deutschland, wo geht ihr hier unten hin? Nach England, vielleicht mögen wir uns irgendwann mal. Ach Mensch. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Euer weiser Herrscher. Palästina hat sich angeschlossen. Klar, warum nicht? Palästina ist ja auch also naheliegend. Kommt denn Tirol jetzt hier mit Truppen her? Von dir? Hier. Hä, warum kann ich keine Truppen da reinsetzen? Jetzt hier, okay. Okay, Deutschland hat aber eine Waffenruhe mit mir tatsächlich unterzeichnet. Ich schaue jetzt, ob Bayern das vielleicht auch macht. Annehmen, Herr. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Nice, das ist schon ausgedrückt. Nice. Ja, eine unserer Siedlungen. You can do it. Nur meine. Wir haben unsere Kronautorität erhöht. Kronautorität ist falschen. Plündert uns aus. Eine unserer Burgen ist gefallen. Dankeschön, Latrine, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ja, dankeschön, dankeschön. Eine unserer Burgen wird belagert. Schick mir einfach das Gold. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Alter. Ausgezeichnet, Majestät. Wir haben unseren Krieg gewonnen. Die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Ja! Die Meinung unserer du hast es einfach eingenommen! Ja, natürlich, instant! Majestät, unsere Gegner haben Verstärkung erhalten. Ha! Lol. Ja, ich
Ich werde die direkt mal hier die Kaufleute im Reich ein wenig eure Taten, unterjochen Majestät. Für dich. Ich habe eure Bitten erfüllt, Herr. Ist jetzt der Krieg quasi vorbei? Ja, bei mir ist der Krieg jetzt vorbei. Ich habe noch die eine Belagerung, die ist jetzt vorbei. Alle hassen mich immer noch, aber das ist mir ja egal. Scheiß. Und damit ist das durch. Warum ist Innsbruck dann mein? Weil du es wahrscheinlich nicht eingenommen hast. Aber es war doch dein Krieg? Ja, das zählt aber nur, wer es einnimmt. Das hatte ich auch schon. Es war mein Krieg, aber die Deutschen haben eben. Warum sagst du uns das nicht vorher, Boris? Ja, ich guck doch bei euch. Aber wir reden seit 20 Minuten im Voice darüber, ob das geht oder nicht. Das habe ich tatsächlich irgendwie. Ich habe mich kurz stumm geschaltet gehabt vorher, weil ich einen Raid hatte. Vielleicht war es dann gerade da. Deutschland will Frieden. Ich weiß gar nicht, eigentlich will ich. Ja, ich habe da so eine Idee, ne? Oh nein, was ist also die nächste tolle ihr Idee? Könnt ihr einfach Länder, könnt ihr jetzt vielleicht Ländereien handeln? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob es mir hart gehören muss oder noch nicht, aber ich kann ihr nichts anbieten. Ich habe schon geguckt. Okay, Deutschland will mir 5.500 für einen Frieden geben. Also. Ja, komm. Also, was wir halt sonst noch machen können, ist Augsburg. Frag mich halt, ich kann es halt auch nicht mal, ich kann es nicht mal fordern von dir, so. Nee, aber kannst du nicht Augsburg angreifen? Achso, genau, du kannst es nicht mal fordern, nee. Ich habe noch eine andere Idee für später vielleicht. Der König, aber wir könnten sonst auch nach Augsburg. Ich kann nicht nochmal, weil ich habe mit den Friedending, da breche ich wieder alles und die Leute hassen mich jetzt schon auf minus 36. Ich kann nicht nochmal den Krieg quasi da initiieren in den Reihen. Okay, Gold nee, geben. Aber ich kann ja den Lass Krieg machen, du kannst joinen. Ist es weniger punish? Nee, ist nicht weniger punish, ne? Unser Marschall ist leider kacke. Die Meinung unseres Adels ist etwas Leute, schlechter. Allmählich unsere Kronautorität hat sich doch erhöht. Expandiert die hier. Meinung unserer Bauern ist noch Konstanz eingliedern. Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Mann. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind. Aber es muss dir gehören, dann kann ich es verschenken. Ja, vielleicht, wir gucken unser mal Adel eben. Ist zufrieden mit uns. Ja, wir vielleicht kann Pia auch Innsbruck angreifen, gibt sofort auf. Ja, das ist ja scheiße, das tötet dir ja Punkte. Ja. Das ist ja doof. Das ist ja. Betrachtet es als erledigt, Majestät. So. Jetzt habe ich wieder eine fucking Rebellenarmee. Achso, die, ja gut. Ey, das ist katastrophal. Ja, Pia eingliedern geht halt auch nicht. Also Pia kann halt nicht auch irgendwie Vasall von mir werden, dann kann ich ihr irgendwas geben. Und seine Anverwandten. Ach, du bist ja mit Ungarn dann auch noch voll im Clinch. Naja. Politische Übersicht. Das mit Ungarn. Da kannst du mich aber doch reinholen, oder? Ja, aber du wirst auch nicht mit Ungarn Krieg haben. Eine neue ja, du, ich Rebellion kann dich da wenigstens verteidigen, also nicht. Ja, aber das ist ja eine Katastrophe, das ist ja Ungarn. Ich kann nicht. Das ist schon Ungarn. Das ist Ungarn, ja. Das ist halt alles eher semi. Ich kann ja, also dadurch, dass Ungarn dich halt ja, auch gerade voll wegmacht, kann ich auch nicht irgendwie Augsburg da großartig für dich gewinnen. Ich werde sie mit Worten umgarnen. Nee. Einzige, was ich machen kann, das ist aber auch eine Idee. Ich habe jetzt gleich endlich Wein, Leute. Wir haben jetzt die Champagne, ich habe so viele Weingüter hier. Jetzt habe ich endlich von Sepp mir Fässer geholt. Das wird meine Leistung für den heutigen Tag sein. Champagner. Wein gibt es Meißen auch gleich. Ja, schön für Meißen. Meiner ist besser. Glaube ich nicht. Endlich doch. Wieder warmes Essen. Viel besser. Der gute Luxemburg-Lothringische Champagner. Das ist ja cool. Wie sieht es denn jetzt aus? Können wir uns irgendwie Bayern holen als nächstes? Wollten Salz haben, stimmt. Ah, perfekt.
Die Bauern sind begeistert von unseren Taten, Majestät. Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Nicht mal ich kann das tun. Ich würde so gern euch beschützen, Leute. Aber ich habe nicht genug Armee, um meine Armee zurecht. Aber das geht nicht. Also nicht genug Menschen, um meine Armee zu reparieren. Ich kann euch nicht helfen. Dafür haben wir jetzt Bordelle. Ist doch auch was. Oh, Frankreich! Erbschaftsanspruch! Dass die das auch immer mit sich machen lassen, die ganze Zeit. Die wollen mir Zeit. Sogar direkt einen Nicht-Angriffspakt schicken. Diese schäbigen Versager. Alter, ich hätte auch einfach draufklicken sollen am Anfang, ey. Oh, das ist aber... Oh, ist das aus... Das ist komplett ausgebaut. Geil. Das habe ich ja nicht mal bei mir. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Ich glaube, ich halte mir Frankreich einfach weiter warm. Ja, töte sie nicht, machen. Ich töte sie nicht. Weil, also... Was macht euch Sorgen? Ist ja mega. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Das gibt's doch nicht. So. Du bekommst aber immer einen harten Punish auf die Beziehung. Die Welt steht euch zur Verfügung. Aber das ist auch nicht so das Problem. Steinwein, was hast du gemacht, dass du keine Mineralien mehr hast? Die verbrauche ich. Weiß ich nicht. Ich verbrauche die, glaube ich, selbst jetzt für irgendwas. Was soll das denn jetzt? Ach nee, ich bin mir nicht ganz sicher, oder? Nee, ich glaube nicht, dass man, wenn man die verbraucht, auch nicht mehr exportieren kann. Ich kann es nicht mehr importieren bei dir. Wir haben den, glaube ich, nicht mehr. Doch, mein Händler ist auch bei dir. Okay. Ja, dann frag doch nochmal an. Oder habe ich die nicht mehr? Nee, du hast sie nicht mehr. Das meinte ich ja gerade. Ich kann es, wenn ich auf den Händler gehe, kann ich bei dir die Ware nicht mehr importieren. Aber ich... Ja, komisch. Kann ich dir nicht erklären. So. Kann ich dir nicht erklären. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Frage. Was machen wir? Mutz. Wir haben eine Burg verloren. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verbessert. Weil du sie jetzt selber besitzt? Das kann natürlich auch sein. Dass das Spiel dann eher sagt so, hey, nehme ich selber. Ist das? Oh ja, das könnte sein, ja. Genau, wenn du es selber besitzt, das ist so, ja. Ah, das Calais mir das gibt, jo. Ja, klar, Calibre, Orléans gibt's mir. Ja. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Ah. Ich komme einfach gegen Ungarn. Mach ich denn, nicht klar. Alle meine Ritter irgendwo eine Stadt haben? Nee, was nennen das mit Ungarn auch? Leute, guckt euch mal an, was in Regensburg passiert. Da hat gerade eine Rebellion mit 8000 Mann die Stadt eingenommen. Au. Rebellion ist aber krass dann. Also, ich glaube... Die Kaufleute im Reich rühmen eure Taten, Majestät. Aber mach erstmal das zu Ende. Ich meine, ich glaube, Deutschland zerbricht einfach gerade komplett an seinen ganzen Kriegen. Alter, ich kann nicht 2200 Euro für dafür bezahlen. Unsere liegen ungelesen herum. Das ist ja vielleicht eine Gelegenheit. Ist dem Feind in die Hände gefallen. Die Rebellen in unserem Land wurden besiegt. Herr, die Meinung unseres Adels hat sich verbessert. Ja, das Thema Unabhängigkeit ist natürlich auch noch interessant. 82 zahle ich in Deutschland. Ja, ich bin unabhängig. Es ist ein gutes Gefühl, Steinbach. Nee, kann ich nicht. Tritt uns bei in der Freiheit, ja, Bruder. Spreng die Ketten. Ich bin zu schwach, ich bin irrelevant für den. Es gibt niemanden, ja, der mir gegen Ungarn helfen kann. Was würdet ihr denn alle sagen? Mal angenommen, irgendein Diplomat würde einen Invasionsplan gegen Deutschland starten. Wer wäre dabei, sich gemeinsam wie die Wölfe schadlos zu halten? Was? Entschuldigung, ich bin gerade im Krieg. Ja. Hab mir überlegt, ob wir Deutschland uns so ein bisschen gegenseitig... Also Angriffsplan und dann... Zack, druff. Unsere Armee zeigt sich aktuell zufrieden mit unserem Vorgehen. Ich krieg die Armee auch nicht repariert, weil bei mir dauernd irgendwas brennt und deswegen erholt sich meine Bevölkerung auch nicht. Es lenkt nur ab vom Geldverdienen. Es war also doch eine Händlerkopfbedeckung, wir wussten es.
Also, gucken wir gleich, wenn ich hier mit meinem Krieg durch bin. Warte mal, wie groß ist denn Deutschland überhaupt? Oh, aua. Ist schon noch groß, aber hat halt sehr viel Rebellion überall. Also, ja. Ach, guck mal, Holland hat sich jetzt gedacht, Mensch, jetzt können wir endlich mal die blöden Sachsen angreifen, okay. Ich glaub nicht, Lukas. Dann let's go. Ich glaub, dafür muss ich sterben. Eine unmögliche Mission. Ich kann die Armee auch nicht aufstocken, weil sich's einfach nicht erholt, weil ich keine Prävenz habe. Möge euch das Licht den Weg weisen. Oh, Sepp, du bist gerade in Bayern unterwegs. Ich bin gespannt auf eure Befehle. Finde ich gut, die wollten vorher nicht. Wenn Pia nicht helfen kann, dann helfe ich ihr, indem ich all ihre Feinde vernichte. Das finde ich gut. Ich weiß, was ich glaube. Wir brauchen mehr Verbündete. Ja, Deutschland ist schon ziemlich am Ende. Wow. Wie viel Rebellion. Möge Gott euch schützen, Herr. Dein Ruf, ja, mein Ruf, Schmuf. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen. Gerade. Alter. Majestät, wir haben Nachricht von einem neuen Anführer einer örtlichen Rebellion erhalten. Alter, wir haben die neue Bevölkerung rebelliert. Ich kann halt meine Armee nicht richten. Nicht mal ich kann das tun. Ich habe nicht genug Leute, damit ich meine Armee heilen kann. So, jetzt müssen wir mit dem da drauf. Das ist echt mühsam. Eure Anweisungen sind mir Befehl. Und ich krieg das halt auch nicht mehr hin, weil ich habe nicht genug. Ja, Leute, ich habe einfach keinen. Ich bin unabhängig. Kein nice, Bereich, so, ich kann mich nicht bewegen. Er hat einfach gesagt, ja, ist gut, Bro, mach mal dein Wir haben gerade andere Probleme, hat er sich kann wahrscheinlich nicht gedacht. Reagieren. Die Rebellion zerstört mich einfach. I like. Kann ich auch verstehen irgendwo. Ah, ja, sehr schön. Rebellen haben sich Endlich. Unsere Siedlung unter den Nagel gerissen. 80, 90, einer mehr ist auch nett. Mein Kind. Auch gerade noch so einen Einfall, mal schauen, ob das klappt. Weil wenn da so eine Stadt von den Rebellen besetzt ist, dann kann man sie sich ja einfach snacken. Frage ist, sind die 8000 noch drin? Nee, sind sie nicht mehr. Oh, wie geil! Was das kann man mit den 1000 ja Büchern machen? Wundervoll. Theoretisch gesehen die Leute ausbilden. Einfach mal eben. Aber dafür habe ich kein Geld, weil das Ausbilden kostet meistens auch Geld. Na, aber hier nicht. Ich bin nun begabter. Tja, Maurice. Wo läuft das bei dir? Jetzt habe ich ja, also, läuft bei uns beiden, würde ich sagen. Und derweil oben holt sich die Rebellion das nächste. Oh, das ist ja großartig, was hier passiert. Maurice leckt sich hier richtig ab, was die Rebellion also vorbereitet. Ich bin halt so ein schäbiger Opportunist. Ich marschiere jetzt den Rebellen unter dem stolzen Banner Lothringens hinterher, um die Städte aufzumischen, die sie halt aus dem Joch Deutschlands. Nichts gegen die Rebellion machen, weil ich meine Armee nicht abheilen kann. Okay, jetzt will Deutschland, glaube ich, auch mit rein, aber keine Sorge, meine Verstärkungsarmeen sind schon. Meine Rebellionen sind halt mittlerweile stärker als meine Hauptarmee. Ich kann mir auch nichts, ich kann auch Deutschland nicht angreifen. Kann ernsthaft Deutschland weil der Rebellion? Deutschland das nee, Einzige jetzt ist, Deutschland sogar mit mir mit. Was ich als Friedensding noch habe gegen Ungarn. Dankeschön, hier ist Lauf für die 26 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Profit, Leute, Profit. Und wir haben nicht mal Krieg, glaube ich, weil wir nicht mal, wir sind offiziell mit niemandem im Krieg. Oh, wir hauen da einfach Rebellen jetzt gleich weg. Das gegen ist ja Rebellen. Quasi für alle Leute positiv. Das finden ja alle nur super. Jetzt holt die Rebellion da oben. Ja, das ist so geil. Bringt euch in Stellung, Männer. Okay, das sollten wir aber vielleicht hier. Was ist das? Plündert da eine Rebellen? Nein, die plündern da unten. Ja, es war kein so guter Startpunkt für mich, leider. Ich war einfach. Hatte noch nicht lang genug gespielt, ja, damit ich den Spielstand, also den Startpunkt schaffe, ist, mein zwischen Deutschland und Ungarn ja, starten, weiß, war echt hart. Ist jeder Strategiespieler hart. Angewidert, wenn er echt hart. Wenn er die lothringischen Grenzen sieht. Niemand würde sich so ein Reich aussuchen. Aber das, was ich mir ausgesucht habe, habe ich ja nicht bekommen. Was ich ausgesucht habe, wäre Nancy gewesen. Ich krieg ja auch nichts mehr nicht weiter ausgebaut. Ich kann ja noch Geil, öffentliche ich muss die Räder nicht mal bauen. Jetzt irgendwie eingliedern oder sowas. Für mehr Geld und dann habe ich auch alles ausgebaut, was ich kann. Moment, warum ist die jetzt?
Moment, warum gehört die jetzt nicht mehr? Also das Spiel macht unfassbar viel Spaß. Ach schade, ah, ich bin einfach nur frustriert, weil ich hätte halt gern gespielt. Oh, das ist so frustrierend. Und das Spiel lässt sich nicht exploiten. Wir versuchen es hier die ganze Zeit. Ich komme halt, also für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, ich habe halt hier in Korinth gestartet und ich sitze halt zwischen Deutschland und Ungarn, die halt unfassbar stark sind. Und die drei kleineren Länder um mich rum, bei denen ich gedacht habe, die könnte ich mir snacken, die haben ein Verteidigungsabkommen gegen mich unterzeichnet. Das heißt, ich kann mich entweder mit Österreich, Bayern, irgendeinem dritten Land und Deutschland gleichzeitig anlegen oder mit Deutschland oder mit Ungarn. So, und ich kann mich halt in keine Richtung bewegen und das halt seit jetzt, at this point, wahrscheinlich bald 4 Stunden. So. Und ich komme halt weder nach vorne noch nach hinten, weil Ungarn mir einfach den Krieg erklärt hat vor 4 Stunden und mir Ljubljana abgezogen hat und ich mich seitdem aus diesem Würgegriff nicht mehr befreien kann. Und jetzt sitze ich halt in einer Provinz, krieg keine zweite eingenommen, bräuchte aber eine zweite Provinz, damit ich wachsen kann. Ich habe halt in meiner Hauptprovinz, ich habe alles ausgebaut, was ich kann. Um dein nächstes Gebäude bauen zu können, bräuchte ich 6.000 Gold. Ich brauche irgendwie eine zweite Provinz, damit ich halt irgendwas machen kann. Ich kann ja auch wirtschaftlich gar nichts tun seit 4 Stunden, aber ich krieg halt keine einzige Provinz eingenommen, weil halt einfach um mich herum alles verbündet ist und ich nirgendwo dagegen ankomme und ich konstant mit Ungarn Krieg habe. Deswegen, ich kann halt nichts tun und weil Ungarn halt die ganze Zeit reinkommt und plündert, geht die Moral und meine gesamte Bevölkerungsstufe halt auch die ganze Zeit runter. Das heißt, ich warte eigentlich seit 3,5 Stunden drauf, dass ich endlich getötet werde, damit ich irgendwie neu starten kann. Wobei es jetzt für die letzte Stunde auch keinen Mehrwert mehr hat. Also ich hätte halt, wenn ich jetzt alleine gespielt hätte, dann hätte ich einfach neu gestartet und hätte einfach gesagt, okay, fuck it, wir probieren es nochmal neu, weil ist halt geschmiert, ne? So. Aber wenn du in der Multiplayer-Runde spielst, kannst du nicht einfach neu starten. Das heißt, ich sitze halt hier und versuche halt die ganze Zeit was zu retten, was nicht zu retten ist. Das ist noch nicht mal die Hauptarmee. So, das sind so 2 kleine Armeen von Ungarn, die halt beiläufig immer mal wieder hier reinlaufen. Der Dude hat irgendwie 12.000 Mann. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Warum läuft das in solchen Ränkespielen mit den anderen immer so bei dir? Tut's nicht. Die letzten, zwei Ränkespiele liefen so. Da kommt er jetzt mit der nächsten Armee. Feindliche Truppen. Die Rocks, das ist völlig irrelevant und nicht das Problem der Situation. Wenn bevor du Tipps gibst, halt's Maul, wirklich. Das ist nicht das Problem. Das ist bewusst entstanden, weil wir versucht haben, mir eine Stadt zu geben und wir dafür ein Verteidigungsbündnis angegriffen haben, weil wir müssten, weil ich nichts tun kann. Ich verstehe das gar nicht. Warum ist man als schäbiger Opportunist nicht beliebter? Ja, weiß ich nicht. Die blöden Eine unserer Siedlungen wurde geplündert. Eine unserer Städte wird belagert. Oh, England ist im Krieg mit Frankreich. Das ist es jetzt endlich. Ja, durchgehend. Ungarn beendet es jetzt endlich. Es ist It's finally happening. Für mich. Es ist echt Pain. Majestät, unsere Gegner haben Ljubljana einnehmen, dann kann ich Pia geben. Das Ding ist halt, das ist halt von den Scheiß. Ihr braucht mir nichts mehr geben. Ich habe wieder 6.000 Mann bei mir drin. Ich bin gleich RIP. Ich habe Belagerung. Die kommen jetzt schon wieder. Ja, nee, die sind konstant da. Ich habe Ungarn. Ruf mich mal bitte in den Krieg dafür. Ja, ich bin einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Ich warte seit 3,5 Stunden, dass es vorbei ist, damit ich neu starten kann, weil ich kann nichts tun so. Ich habe die ganze Zeit jetzt momentan Aufstände in der Stadt, die verhindern, dass ich meine Armee reparieren kann, weil mir Leute fehlen. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kann ich meine Armee reparieren, kommt Ungarn und nimmt mal eben wieder was ein und geht dann wieder. Und das geht halt seit 3,5 Stunden so. Ich verstehe das. Es hat keinen Sinn. Ich habe gerade jetzt 7.500 Mann fremde Armeen bei mir in den Landen und ich hoffe einfach, dass sie es jetzt fertig machen. Oh, die Rebellen helfen dir aber gegen Ungarn, ne? Nee.
Nee, nee, die stehen daneben. Das ist meine Garnison, die gegen Ungarn kämpft. Ach, scheiße, ja, du hast recht. Uns hat eine Heiratsofferte erreicht, Herr. Konntest du beim Neuladen vorher eine andere Fraktion auswählen? Also können wir dich auch einfach so wechseln? Nee, ich bin automatisch, wieder da drin gelandet, leider. Sonst hätte ich gewechselt. Es war wirklich unlucky, weil ich habe halt gedacht, dass ich irgendwie es vielleicht schaffe, irgendwas Kleines einzunehmen, um mich wieder aufzufangen. Aber alle einzelnen kleinen Provinzen haben aus irgendeinem Grund, nachdem Ungarn mir das erste Mal den Krieg erklärt hat, sind sie dieses Verteidigungsbündnis eingegangen. Das heißt, ich hatte die Wahl, entweder ich lege mich mit 4 Nationen an, um ein Pissdorf einzunehmen, oder ich lege mich mit Deutschland an, oder ich lege mich mit Ungarn an. Und was anderes gibt's nicht. Und dann sitzt du da und bist so, cool. Nee, also das war echt scheiße. Das tut mir mega leid. Alles gut, alles gut. Zu den Waffen. Ich hätte dir auch gerne mehr geholfen, belagert, wenn ich nicht selbstständig am existieren. Also jetzt könnte ich dir mehr supporten, aber du sagst ja gerade selbst. Nee, das hat gar keinen Sinn. Lieber mal, ich war halt die erste Hälfte selbst immer so am Existenzminimum, dass ich selber nie was schicken konnte, weil die Franzosen mich sonst gerollt hätten. Nee, es ist völlig fein. Es war halt jetzt mein erster Try out of Tutorial so. Und wenn ich Solo gespielt hätte, dann hätte ich einfach neu gestartet. Und was ja auch völlig fein ist bei einem Strategiespiel, das schwer ist, dass man einfach mal sagt, okay, ich starte neu und probiere es einfach nochmal so. Ich glaube, ich hatte da einfach, ne, ich war am Anfang zu langsam im Ausbau. Und wie das bei solchen Strategiespielen halt mal ist, wenn du am Anfang zu langsam warst, dann snowballt das halt ins Unendliche hoch. So. Und da hätte ich einfach einen Neustart machen müssen. Und das ging halt jetzt aber nicht, weil wir in der Multiplayer-Runde waren. Aber das ist auch nicht schlimm. Also das, it is what it is so. Polen war auch gegen mich verbündet. Ich hätte Polen auch nicht angreifen können, weil Polen Ungarn unterstützt hat. Genau wie Bosnien und Bulgarien. Also da gibt's gar nichts. Die haben sich alle hinter Ungarn gestellt, dass die mich angegriffen haben. Ja. Verstehe. It is what it is. Wir fallen gerade. Das ist fein. Also ich hoffe, dass wir fallen. Kalifat wurde gegründet. Meine Armee hält sich gerade besser, als ich wollte. Die Armee hat noch deinen Kampfgeist mitgenommen. Ja, die Stadt ist ja ausgebaut bis zum geht nicht mehr, ne? Also Klagenfurt okay, ne? ist wir richtig auch geil an ausgebaut. Ich kann festhalten, Ljubljana zu holen, aber. Mit was denn? Wie du möchtest. Ja, aber mit was möchtest du es denn? Also, ich stehe unter Belagerung. Ich habe immer noch 5000 Mann. Und wenn er seine fette Armee da jetzt verliert. Aber das ist nicht seine fette Armee. Das sind nur so zwei kleine Pissarmeen, die immer beiläufig vorbeilaufen. Der hat irgendwo anders noch 8000. Das hilft nichts. Verstehe. Das ist. Säcke, ey. Der hat so viel Armee, das brauchen wir gar nicht versuchen. Der ist halt auch groß, ne? Da hinten laufen noch 3000 rum, da laufen noch 2500 rum. Ich würde es echt lassen. Aber vielen lieben Dank, dass du es so lange versucht hast, ey. Das ist sehr, sehr nett. Absolut selbstbewusst, ein wahrer Held. Das kann dir niemand abstreiten. Sehr, sehr lieb, ey. Es war wirklich sehr, sehr lieb. Du. Der Papst hasst mich. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Ja. Eine Provinz bedarf eurer Aufmerksamkeit, Herr. Ah, ich habe eine niedrige Stabilität in Klagenfurt. Echt, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Danke, Spiel. Ah. Ja, der Name Klagenfurt ist wirklich Programm heute. Wir haben unsere Bauern verärgert, Majestät. Ah. Möge euch das Licht durchsetzen. Unser Vorgehen hat die Meinung unserer Armee sinken lassen. Ah, Burgund wird gerade angegriffen. Von wem denn? Von Maurice? Die haben sich in meinen Krieg mit, ich glaube, ich habe Deutschland angegriffen, hat Frankreich mich angegriffen, hat Burgund das unterstützt. Aber sie machen nicht wirklich was. Also, ich weise euch den Weg. Ich habe sie selber Rebellen oder so. Ja, ich glaube, die haben sich bisschen übernommen mit. Der König ist tot, nein! Lang lebe der König. Ich bin jetzt hier mal richtig. Wieder schäbig Opportunist. Ich warte, während die Rebellen die Mauern von Nürnberg schwächen. Und dann gehe ich da rein und hole mir das.
Bis dahin plündern wir noch ein bisschen. Hat doch hier Sinn. Auch. Ey, Deutschland wird wirklich auseinandergerissen. Das ist richtig krass. Ja, wenn vier seiner Untertanen auch nicht daran interessiert sind, das ist... Ja, ja, Moment. Also ich war immer, ich hatte sogar eingeheiratet in Deutschland und alles. Und dann sagen sie, ja, das Einheiraten, also wir haben dir nie geholfen. Aber jetzt, wo du tot bist, ich verzweifle, deine Tochter sollte eigentlich Straßburg erben. Ich verzweifle. Uns. Also ich meine, irgendwo hat Deutschland da, finde ich, auch die Vasallenfreundschaft überstrapaziert. Ja, würde ich jetzt mal behaupten. Ungarn bittet uns in den Krieg gegen Pia. Jetzt geht aber los. Was ist das? Diese Schweine. Warum vor allem, möchte einen nicht Angriffspakt? Wofür? Aha. So, ich hab nichts mehr. Aber die Sache ist, ihr könntet an der Stelle jetzt auf jeden Fall, auch wenn ihr noch was von Ungarn rausbrechen wollt, die sind noch ein bisschen bei mir beschäftigt. Die brauchen länger, um mich zu knacken, als ich gedacht habe. Also falls euch irgendwas, ne Maurice, falls dir was an Ungarn gefällt, jetzt wäre der Zeitpunkt, ein Teil irgendwas dir runterzuschneiden von der Torte. Hm. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil Ungarn echt einfach viel zu stark ist. Das stimmt. Ja, ich bin nur gerade schon im Krieg, aber... Wenn jetzt die blöden Holländer... Ich verbessere die ganze Zeit Beziehungen zu England und nix. Die könnten echt mal was machen. Mist, das kann ich jetzt nicht mehr. Aber ich kann dir zumindest noch ein Tribut geben, bevor ich sterbe. Für Gott. Für den Aufwand, Ehre, den du betrieben hast. Kreuzzug beginnt. Ja, danke. Bevor das Geld weg ist. Sepp macht einfach klatscht im Vorbeigehen noch meine Rebellen weg. Das ist sehr ehrwürdig. Dankeschön. Was? Ich mach deine Rebellen weg? Ja. Ich glaube, du wolltest einfach nur vorbei und die Armee hat automatisch eine diplomatische Botschaft erreicht. Und hat gedacht, oh, wollte man vielleicht mal, ne? Stimmt, da in Straßburg, ne? Wollte doch eigentlich weiter zu den Holländern. Mein Spion existiert, ich weiß auch nicht genau, was der so treibt. Er ist da. Dann sagt er mir Dinge. Ich weiß übrigens, ich habe ein Geheimnis für euch. Mein Spion ist davon überzeugt, dass die Frau des ungarischen Königs eine Hexe ist. Hof eingeführt werden, Majestät. Guter Falls typ. Euch das was hilft. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Wir können den Flusshandel mal weiter ausbauen. Herr Prinz Johann, ich weiß auch nicht. Plündert. Komm. Let's go. Noch ein bisschen stärker. So, Holland. In Schlacht um Nürnberg. Ja, Sepp könnte sich Klagenfurt holen. Das wird zwar eine Herausforderung werden, weil Klagenfurt mega krass ausgebaut ist, aber es ist eine super wertvolle Stadt. Die hat echt viel Garnison und echt viel Gebäude drin. Also... Ich muss mit meiner Armee wieder zurückgehen, scheiße. Ich werde Ihnen die wahre Bedeutung unserer Religion lehren. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Deutschland bittet mich um Hilfe im Krieg gegen Lothringen. Digga, Deutschland, was genau glaubst du denn, was ich heute noch mache hier? Awesome. Ich kann eine Packung mit vergifteten Pralinen schicken, Deutschland. Warte mal, wir sollten mal unsere Leute ein bisschen Rebellenstadt behandelt. Ich war doch gerade keine... Okay, manchmal ist er auch ein bisschen irgendwie komisch. Ich habe jetzt gerade Worms belagert und in der Provinz war eine Rebellion, aber die Stadt selbst hat noch Deutschland gehört. Und ich habe sie belagert und erobert. Und dann hat er gesagt, ah, danke, dass du Worms befreit hast. Die Meinung unserer Armee hat sich verschlechtert. Wieder Deutschland. Das war gerade... Es waren sogar Deutschlands Truppen, gegen die ich da gekämpft habe. Das war sehr sonderbar. Die Meinung unseres Adels hat sich nochmal belagern. So. Let's go, Niederlande. England ist komplett nutzlos.
Die Rebellen haben meine Belagerung beendet. Jetzt nicht Holland nehmen, ne? Dann niemals. Wo ist es halt so jetzt? Das passt ja auch. Ja, jetzt wissen wir, wo dran es bei Pia gescheitert ist. Am Spion, ja. Ja, definitiv. Genau das. Der war nicht worth it. Ich glaube nicht, dass ich Ungarn das anbieten kann, sein Vasall zu werden. Ich glaube nicht, dass das geht. Weil ich bin ja bei Deutschland drinnen. Hast du irgendwo gesehen, was mit Vasallen zu machen? Hier ist eine deutsche Armee. Ach doch, du könntest wirklich Vasall werden, aber dann hast du wahrscheinlich Krieg mit Deutschland oder so, ne? Wie machst du das denn? Unter Frieden anbieten. Will ich das nochmal? Ah. Aber es ist 21.13 Uhr. Wir gehen bis 22 Uhr, ne? Also ja. Neustarten rentiert sich bei mir sowieso nicht. Ja, dann gucken wir mal, was sie sagen, wenn ich ihnen Vasallentum vorschlage. Majestät, das nehmen sie. Haben unsere Truppen nice. Das Schlachtfeld jetzt verlassen. Bin ich Ungarn. Unsere Kronautorität schwindet. Ja, aber du bist doch jetzt, so wie statt Deutschland bist du jetzt Ungarn-Vasall, oder? Ja, jetzt bin ich Ungarn. Oh Gott. Ah, das hätte wahrscheinlich schon viel früher eine Lösung sein. Das wäre voll die Möglichkeit. Ich wusste das leider auch nicht. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, dass das bedeutet, dass ich sterbe, weil ich dachte, dass Vasallieren nicht geht. So. Weil ich ja bei Deutschland mit drin bin. Ah, das wäre ja die Lösung gewesen. Ah, ich wünschte, ich hätte das gewusst. Mein Schwert gehört. Weil dann wärst du ja für Ungarn erstmal safe gewesen. Ja, das hätte alles gelöst im Endeffekt. Alles, alles. Okay, so viel dazu. Aber danke für den Tipp, Mensch. Danke für den Tipp, auf jeden Fall. Dankeschön, dann geht das tatsächlich wirklich noch. Ja, aber das hätte die KI auch selber vorschlagen können, auf jeden Fall. Das stimmt. Das macht sie interessanterweise nicht. Hat mich gefühlt. Die KI ist eindeutig schuld. Ich finde schon, dass die KI schuld ist, ja. Ich finde, möchte an dieser Stelle bitte auch einmal anbringen, dass Klagenfurt nicht gegen 7.500 Menschen gefallen ist gerade. Ne? Das wird ja auch wild, ey. Hey, das Bram mir. Wir leben immer noch. Krass, es ist, Pia ist unbeugsam. Unbeugsamer, als sie selbst es gerne hätte. Das ist eine Schwierigkeit. Ich bin natürlich. Wie so ein Fußpilz. Es bringt dir nichts, aber es geht auch nicht weg. Aber das finde ich auch stark, dass man in diesem Spiel wirklich lange irgendwie durchhalten kann und sich zurückkämpfen kann. Das zu, also nee, wir reden noch nicht von zurückkämpfen. Wir sind nur bei durchhalten. Ich existiere noch. Das ist ein bisschen schade, dass man nicht noch mehr Kriegsführer haben kann, also Ritter an sich. Das stimmt, irgendwann stößt du so ein bisschen als großes Reich an sag ich mal, bürokratische Limits. Aber das finde ich nicht gut, weil du dann nicht halt so krass snowballen kannst. Das balanced das so ein bisschen. Aber ich merke halt gerade, ich habe so zwei Fronten und das war's. Ja, genau. Also ich meine, ist hier wirklich auch interessant, weil es eben gerade auch ein bisschen dazu führt, zwei Fronten sind nicht so eine gute Idee. Weil wir einfach, aber witzigerweise auch, ich glaube, das ist auch, woran Deutschland natürlich die ganze Zeit krankt. Ne? Die hätten sicher Ressourcen für noch mehr Armeen, aber vielleicht einfach nicht die Heerführer dafür. Oh Gott, ist jetzt alles lehnt sich auf. Was soll das denn? Ich bin doch ein so gütiger und guter Herrscher. Bei dir hast du Rebellen-Dinger, oder was? Ja, ständig. Ständig. Aber passt normal. Schon. Alles gut, alles easy. GG. Die haben wir jetzt auch weg. Alter, wir haben sogar eine Goldschmelze in Augsburg. Lol, was ist das denn krass ausgebaut, bitte? Pferdemärkte fehlen. Ey, in meinem Chat wieder Sachen. Warum sagt Maurice das mit so einem fiesen Grinsen? Ich glaube, das ist einfach sein Gesicht. Ja. Oh, das ist aber gemein hier. Es ist leider ein wenig wahr. Ich glaube, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, Resting hinterhältiger Sackface. Muss man schon sagen, glaube ich. Die Meinung unseres Klerus hat sich verbessert. Politische Übersicht. Das finde ich gut. Oh, jetzt kommt hier richtig mal Deutschland mit der Armee an. Eine neue Rebellion bedroht unser Land. Ja, noch eine Rebellion. Das sieht gut aus. Eure Krone. Bei dir, Pia? Ja, aber jetzt Ungarn soll sich. Ich schau mal, ob Ungarn mir hilft. Komm schon, Ungarn. Nee, Ungarn hilft mir nicht. Na gut. Pia weiß, wie wir das lösen. Unsere Schatzkammer. Herr. Ich versuche, gegen die Rebellion zu sterben.
Fine, let's go hier. Für die Krone! Ich bin auch gerade noch da. Alter, ich muss wirklich, also... Ich fühle mich schon weiser. Alter, wie lange kämpfen bitte bei einer... Also so eine... Das ist halt räumlich. Jetzt bin ich mächtig und klug. Kannst nichts machen, außer halt abbrechen. Und in der Zwischenzeit macht der andere mit seinen Truppen seine Ländereien kaputt. Rebellen belagern unsere Burg. Ja. Das ist ja, wir müssen uns beeilen. Ich kann dir leider auch nicht helfen, weil ich habe einfach keine Armee mehr übrig. Und inwiefern ist dein Leben jetzt besser, nachdem du in Ungarn bist? Psst, lass das nicht den Gottimperator hören. Ein neuer Papst der katholischen Kirche vor. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich glaube nicht, dass mein Leben jetzt besser ist, um ehrlich zu sein. Ich bin einfach nicht tot. Das ist die Differenz, die wir jetzt haben. Ich verhelfe und ich muss ein paar Leute hier kündigen, weil ich einfach kein... Ist etwas schlechter. Ich mache halt kein Gewinn, kein Geld, kein gar nichts mehr gerade, aber... Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Österreich verlangt, dass wir Ungarn angreifen. Toll, Österreich! Weißt du, du hast so gute Vorschläge. Oh, du bist doch Vasall von denen. Ja! Ist das geil! Ja, das jetzt, also... Die Holländer-Brandschatzen. Ja, die sind alle ein bisschen, verwirrt. Seine Exzellenz, der König und seine erlauchte Familie. Das ist, Die Welt steht euch geil zur Verfügung. Aber es macht, also, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel, wenn man es spielt, Spaß machen kann. Das ist eine harte Aussage. Wow. Schön zusammengefasst den heutigen Abend. Kann ich bestätigen. Wenn man es spielt, macht es Spaß. Bestätige ich hiermit offiziell. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Dankeschön. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Ja, ich glaube, selbst heute hast du dir auf jeden Fall so viel wieder gut gemacht, dass du mich beim nächsten Run in einem anderen Spiel wieder exkommunizieren lassen kannst. Und dann nice. Passt das wieder. Das ist ja alles, was Sepp erreichen wollte heute. Moralischer Freifahrtschein fürs nächste Mal. Für die nächste Exkommunikation. Was ist denn für ein Prinz? Holy shit. Ja, ich würde Österreich sehr gerne angreifen, Leute, aber ich habe keine Armee, weil ja, Österreich ist auf jeden Fall durch Ungarn geschwächt. Wisst ihr, wer noch geschwächt ist durch Ungarn? Ey, ich habe das Gefühl, dieses Spiel heute ist einfach nur ein Meme. Ja, wirklich. Ich muss auf jeden Fall dieses Spiel irgendwie kommende Woche nochmal starten und einfach für mich und mein Ego und mein Selbstbewusstsein das nochmal probieren und actually, ich muss einfach Ungarn besiegen. Ich werde diesen gleichen Startpunkt nochmal wählen und ich werde einfach alles auslöschen, was Ungarn heißt. Rache. Rache wird mein sein und sie wird süß. Eine Ritter zu den Waffen rufen? Was? Gibt das denn? So, jetzt endlich. Mach mal Holland platt. Wie ist der Eindruck vom Spiel? Es macht sehr viel Spaß, aber es ist auch eine Herausforderung, richtig reinzukommen. Mir hat einer im Chat geschrieben, du kannst auch anscheinend Ritter eine kleine Armee befehligen lassen. Wie eine kleine Armee. Die, also von 5 Slots. Ach ja, echt? Du kannst beliebig. Du kannst auch nur mit einem rumlaufen. Was? Mit. Also. Was mach ich das denn? Kannst du die einfach rausziehen oder was? Ja klar, das ist in der Stadt. Du kannst das in der Stadt unten in die Garnison reinschieben oder oben in die Armee. Und das war ja das, was ich vorhin erzählte. Ich bin ja mal mit einem Ritter ohne Truppen rumgelaufen und wurde dann. Einfach von irgendwelchen Leuten. Ja, genau. Ich dachte, du meinst, dass auch Leute, die keine Marschalls sind, befehligen können. Nee, das geht nicht. Ja. So, 50% oder wir lassen den Kleriker das regeln. Ja, mach den Kleriker. Dankeschön, Benny, für 52 Monate.
Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Kleriker Dankeschön. Ich bin wirklich immer nur dazu da, um Dankeschön. Den, wenn ich gerade mal wieder ein neues Volk unterjocht habe, ja, ja, meinen Sermon zu halten. Ey, der Maurice ist, hat vielleicht eure Felder verbrannt und so, aber Ach guck mal, Meißen hat einen neuen Führer. Und sie mich alle hassen, ey. Oh, herzlich willkommen. Gut, dass du das sagst. Gut zu wissen. Ja, das ist schlecht für mich. Na, obwohl, geht eigentlich. Das ist schlecht für uns. Wie kriege ich denn... Einmal. Hallo, Benni. Geil. Wie kriege ich denn mehr Leute jetzt hier bei mir rein? Damit, also das braucht ja ewig lang bei mir gerade. Damit Leute sich bei mir hier wieder sammeln. Das brauche ich wahrscheinlich einfach. Muss ich einfach Geduld haben wahrscheinlich. Ich bin immer wieder überrascht, dass das Spiel eben... Ich finde es so lustig, wie diese Runde schon sehr geprägt wird. Also, dass wir ständig versuchen, irgendwelche Exploits zu finden und das Spiel dann doch meistens relativ schlau drauf reagiert. So von wegen, ja, nein, die Rebellenstadt gehört halt dann nicht dir. Und ich so, Mann, oh. Habe ich die Beta gebaut? Nur England wird... Also, ich bin jetzt die ganze Zeit mit Diplomaten mit England hier. Ja. Leute, warum wollt ihr nichts von mir und mit mir? Ach, seid doch doof. Wie gut schätzt du denn die KI ein? Ist schon strong. Oder? Sie ist halt, was Bündnisse angeht, leider gar nicht strong. Ist, kein Problem, das schafft die Garnison. Also hier abbrechen. Krass. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ich habe jetzt tatsächlich den Boden meines nicht vorhandenen Egos als König erreicht. Wirklich? Und deswegen habe ich jetzt meinem Sohn und Erben die Tochter Prinzessin Clementinia aus Ungarn gegeben, um sicherzugehen, dass Ungarn uns nicht noch weiter zerreißt. Nach vier Generationen rebelliert. Krieg mit Ungarn. Bin ich gut. Bin ich jetzt vasalliert und eingeheiratet. Und eingeheiratet. Ich wurde gebrochen. Die Brutmutter wurde gebrochen. Richtig böse. Vollständig. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Ach cool, eine Rebellion. Aber die sterben jetzt an mir. Gut. Okay. Was mache ich denn hier mit meinem coolen Dude, ey? Morgen werden wir reicher sein. Schicken wir mal hier rüber. Alter, der hat halt Schlacht. Weitere Truppen sind geil. Ungarn hilft. Uns zu helfen. Ungarn hilft gegen Räuber. Aber Ungarn hilft gegen Rebellionen. Krass. Ich wurde gerade hier, ne? Und Ungarn unterstützt mich gerade. Ich kann es gar nicht glauben. Meine ganze nämlich. Bevölkerung zittert immer, wenn sie die ungarische Armee schon kommen sieht. Wie die Welt sich ändert. Das ist einfach so ein Generationstrauma, dass einfach die Ururgroßmütter haben schon von den bösen Ungarn erzählt und jetzt kommen sie her und helfen. Und niemand weiß, was man damit anfangen soll. Ja, ne? Ist ganz kann komisch. Das sein? Hä? Wird mir gerade gesagt, alle Ritter können Armeen anführen, wenn sie eine Marshall-Fähigkeit geskillt haben. Ah. Das ändert ja alles. Okay, krass. Jetzt lass mal testen. Kriege ich hier irgendwie einen... Das will ich gleich mal ausprobieren. Heute werden die Geschäfte laufen. Kriege ich hier Kaufmann... Stimmt, ja. Funktioniert tatsächlich. Ich kann euch berichten, dass die Rebellen erledigt sind. Okay, das ändert ja alles. Der Adel sieht uns in besserem Licht. Wir haben die Eindringlinge vertrieben. Lasst uns Handel treiben. Gut, da hätte ich dann auch schon einiges anders gemacht, tatsächlich. Interessant. Die sind halt natürlich nicht so gut, weil sie eben nicht nur Marshall-Fähigkeiten haben. Ihr seid derjenige, der sehr bald reich sein wird. Das ist unmöglich. Taktisch.
Ey, der Chat weiß schlaue Dinge. Chat smart. Ja. Aber die können wir gar nicht töten, außer Ezel, oder? Aber nur 5, das war vorher damit gemeint. Nur 5. Also die Nicht-Marshall-Leute haben kleinere Armeen. Dann lasst uns handeln. Alles klar. Ja, cool. Aber kann ja trotzdem reichen, um so ein bisschen zu helfen bei Belagerungen. Wie kannst du das dann machen? Meine Geschäfte. Das ist eine gute Frage. Aber ich habe das vorhin nicht hingekriegt, da einen zu klicken und dann... Licht den Weg weisen. Na, der muss da irgendwie Stadthalter sein. Und dann ist er oben, taucht er da auch in der Armee, in der Stadtarmee an sich. Ist noch eine Stadt übrig, die nicht zugewiesen ist. Geil. Die Armeen der Kreuzritter sind gefallen. Dazu gescheitert. Ich hab hier schade. Geil Essen bekommen. So, bring. Die Provence bittet uns was? Wir haben schon einen Check. Ein? Was ist denn jetzt hier alles an Armeen? Oh Gott, ich verliere den Überblick. Hä, wieso kämpfe ich wieder in Straßburg gegen irgendwelche Kackrebellen? Immer wenn ich bei dir vorbeilaufe, kämpfe ich gegen deine blöden Rebellen, Maurice. Sepp, wir wissen deinen Einsatz sehr zu schätzen in Straßburg. Was soll das denn? Ich könnte kotzen. Sepp, dass du tust Gutes und Rechtschaffenes. Das gibt's doch nicht. Es gibt Quietschkäse. Was sind das denn für Loyalisten jetzt? Von dir sind das Loyalisten wieder, die hier rumrennen. Hier Luxemburg angreifen. Du lässt einfach deine Städte die ganze Zeit verteidigen, kann das sein? Ja. Scheiße, und ich muss gegen die ganzen Doofies da kämpfen hier. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Angreifen. Auch die Händler können das, wenn die einen Kampfskill haben. Aber dann sind die ja nicht mehr effektiv, ne? Dann sind die ja nicht mehr unterwegs und besorgen mir ganz viel geiles Geld. Ist ja auch schade. Bisschen arg viele Rebellen. So, ein Rebellentrupp weniger. Ihr helft vielleicht mal hier. Und ihr hier. So. Oh, Frankreich hat aber ganz schön viele Truppen dafür, dass sie nicht mehr so groß sind. Ja, kleine Nationen können immer noch sehr große Armeen haben. Das habe ich auch schon mit der Champagne festgestellt. Wow. So, da muss man tatsächlich. Lothringen ist im Krieg. Was hast du denn da jetzt mit denen zu schaffen? Die wollten vorher irgendwie helfen gegen. Ah, jetzt kommen sie sogar tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, die ziehen hier gerade durch mein Lande und wollen ja ans Bein pissen. Ja, kommt her, kommt her. Also 5000 Leute sind jetzt auch gar nicht so wenig. Ja, das ist gar nichts. Das ist ja schäbig, Frankreich. Ach, Point. Müssen wir erstmal ein bisschen hier diese Rebellen weghauen. Politische Übersicht. Also wenn du einmal mit einer Nation nicht mehr gut kannst, ne, dann ist das ganz, dauert das ganz schön lange, sich wieder mit denen cool zu stellen. Ja. Ja, einfach zu viele Frauen jetzt überall. Suchen eigentlich noch jemanden, mit dem man. Ach, England. Noch Alter, wie viele Rebellen habe ich? Das eingehen könnte. Aber. Das ist so schnell gewachsen. Ja, das kann gut sein. Aber da sind auch immer mehr Mädchen. Das ist alles all sehr. Kriege. Semi-gut. Bin ja gänzlich unschuldig. Wie immer. Tanja ist aber auch interessant. Okay, der Kirchenstaat möchte mir auch einfach kein Geld geben, leider.
Auch wenn ich es gerne gehabt fremde hätte. Rufen zur Rebellion auf. Oh dem Gott. Müssen wir ach, kommt fremde Einheit Rebellion, gebieten. Jetzt kommen die. Seid vorsichtig, Herr. Eine Rebellion erlangt Berühmtheit. Majestät, eine Rebellion hat sich aus unserem Land zurückgezogen. Und sie ist wieder weg. Was ist die Rebellion? Also bei mir ist sie gerade instant aufgeploppt und war dann instant wieder weg. Also ich weiß, also ich bin auch auf der Karte irgendwo hingeführt worden, wo eigentlich nichts ist. Also okay. Was machen denn jetzt hier die ganzen Franzosen? So gehen die jetzt wieder zurück? Maurice? Ich hab Frieden geschlossen. Klerus das hat sich ja verschlechtert. Die Frieden, Sepp. Hat sich verschlechtert. Aber, also. Why? Weil ich mit genug Rebellen beschäftigt war. Was war der Preis? Gar nichts. Die haben einfach. Mein Herr, was? Wir haben, einen fremden wir haben keinen Bock ins Verlies geworfen. Wir haben unsere Kaufleute verärgert, Majestät. Aber auch wieder Wein. Geil, ich krieg so viel Wein. Lasst uns hier auch nochmal. Will die Britannien nicht jetzt dazu bringen, nehmt eure dreckigen anzugreifen und weg. Die beschäftigt sind? Schade, machen sie nicht. Was hat Frankreich für ein paar Verbündete? Ja. Freunde Deutschland und Britannien? Für die Krone. Die Armee zieht weiter. Nur Mut! Angriff! So. So, wir haben immer noch sehr viele Rebellionen überall. Wir arbeiten dran. Ist das jetzt smart, hier gegen Frankreich anzustinken? Eieiei. Also das... Wie lautet euer Befehl? Wir haben jetzt gerade so lange Frieden, ne? Das ist eigentlich für die Krone. Ich war zu langsam. Ich wollte da eigentlich mithelfen bei dem Krieg. Ja, komm, Frankreich, let's go. Wir brauchen noch 500 Punkte. Ich war zu langsam. Für den Sieg, da können wir doch mal ein bisschen geklären. Hungern wir sie aus. Kann ich sie darum bitten, also kann ich irgendwann darum bitten, fragen, ob die dass sie mit Österreich angreifen. Ach so, die wollen nicht, dass sie wollen nicht mit angreifen. Sie wollen quasi, dass ich Österreich angreife, aber sie wollen selber lass niemanden in die nicht angreifen. Venedig geht nicht, dann glaube ich weniger Garnisonen. Da sind schon die Armeen von Ungarn drin. So. Wir marschieren los. So, wer kann noch was regieren? Das ist das Problem. Hier, da. Und ich kann nicht beide Armeen gerade schlagen. Wird das gemacht. Ist zu hart. Was? Ich muss darauf hoffen, dass ich eine von denen erwische. Wir haben feindliche Truppen in euren Landen okay, gesichtet. Ich habe irgendwie Probleme. Okay. Burgund ist gekommen. Ach komm, Burgund ist aber jetzt auch räudig. Kommen sie? Burgund kann auch nicht so viel. Die haben ja einen. Jawohl. Das ist räudig. Wir schlagen innerhalb der Mauern unser Lager auf. Jawohl, und jetzt greifen sie hier ja, an, ja, die kommen gerne mal nein. So opportunistisch an. Muslime haben den Dschihad ausgerufen. Na komm. Wir marschieren los. Jawohl. Na kommt. Los geht's. Na kommt, lasst euch reinbeten. Eine Burg wird belagert. Lasst euch reinbeten. Ohne Burg Majestät, ist lustig. Wir sollten einige da sind ja 2300 Leute drin. Der Feind belagert eine unserer Städte. Wundervoll. Reingebetet in meine Burg. Und da sterben jetzt sie jetzt. Das verlieren sie jetzt. Doch noch ein bisschen und dadurch aus, um sollte ich es vielleicht schaffen, mir jetzt Wien doch noch zu klauen. Jetzt zum Ende hin. Ich bin gespannt, wie das läuft. Belagerung. Aber Steinwall, ich sehe gerade Respekt. Noch 2200 Punkte. 6000. Da hat sich einer richtig hochgearbeitet. Auf Frieden kann. Ja, ich bin vielleicht ein wenig dem Blutrausch verfallen, das gebe ich zu. Mein Reich ist jetzt groß, aber es ist noch nicht ganz so profitabel, wie ich es vielleicht gerne hätte. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber wenn ich immer noch fasziniert bin, dass heute irgendwie halb Frankreich und halb Deutschland jetzt Sachsen ist.
Morgen werden wir reicher sein. Das ist richtig launig, muss ich mal sagen. Jetzt also, kann ich unsere Ausgaben optimieren. Das macht echt Spaß, finde ich auch. Hä, wir machen Pia nicht platt. Majestät. Und Steinwallen machen wir auch nicht platt. Eine weise Investition. Oh. Ich werde von meinen eigenen Kumpanen aufgefordert, euch anzugreifen. Welche Kumpane? Du wirst mich erst Jonathan. Wenn ich 3000 Punkte habe. Ungarn will Handel treiben für 1900. Nee, ja, die sind ein bisschen arrogant. Was darf ich für euch tun? Die Ungarn sind das verhassteste Volk der Welt, glaube ich, heute. Ja, ich glaube, da trage ich einiges an Mitschuld dran. Nein, würde ich auch verstehen. Oh, wie geil ist das denn, wenn die... Majestät, der Dschihad ist vorbei. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Genommen. Salz vorkommen und Fässer. Ach, das muss ich noch regenerieren. Nee, oder? Hier ich gerade nicht. Machen jetzt einfach diese blöden Franzosen hier weg. Ist mir schön von der Karte. Runterlöschen. Richtig geil. Ja, also man muss überlegen, dafür, dass ich eigentlich... Ja, klar. Ups, ich bin gemutet. Die Franzosen werden richtig weggehauen noch, oder? Es tut mir so leid. Was heißt da, es tut dir leid? Du hast ihr Reich über Jahre, Schritt für Schritt, Sepp, hast du es zerfasert. Zerfasert. Ja. Zerfasert, das ist auch ein oddly specific term. Ja. Ich muss sagen, dafür, dass ich ursprünglich vorhatte, sehr entspannt zu spielen. Und jetzt... Doch sehr hart geworden, ne? Ja, ich wollte halt eigentlich Handel betreiben. Lief nicht so gut. Ja, witzigerweise hat Steinwallen auch gemeint, das war das erste, was er... Sein erster Durchlauf. Er hat Handel getrieben und dann sieht die KI dich als... schwaches, fettes Opfer, an dem man sich weiden kann. Aber ja. Oh! Oh! So, jetzt kann Sepp sich... Nee, wer wird... Ah. Wow, was ist denn hier los? England oder der Kalif? Ach so, es ist nicht Sepp. Es warum England nicht Kalif Sepp? Lassen sich wählen. Aber die KI teilt sich da in der Regel auf. Also die gewinnen da nicht. Wie? Die gewinnen jetzt nicht. Nee, weil es, die KI stimmt nicht uniform für einen in der Regel. Sepp okay. Kann es noch wählen, aber es hat ja jeder drei Stimmen, wie ihr seht. Was mach ich denn jetzt? Wähle ich mich? Nee, das geht nicht. Du kannst dich nicht wählen. Von den beiden Dullis wählen. Einer von den beiden, genau. Man muss auch wählen, oder? Ich würde es ablaufen lassen und nicht wählen, oder? Muss man wählen? Ich glaube, du kannst dich sogar enthalten irgendwie. Dich enthalten. Denn die Ach, Stimme hat 1300. Läuft ja ein Timer ab, ja. Kontra, sie werden durch Kriege geschwächt. Pro bislang pflegen unsere Königreich fruchtbare Beziehungen. Ich verstehe gerade nicht, was. Also, hä? Was passiert denn hier gerade? Also. Also die beiden haben halt gesagt, wir haben Weltherrschaft. Also, wir haben genug Ruhm, um diese Wahl auszurufen. 1000 Punkte oder was? Genau. Und Sepp müsste das auch bald können sogar. Schaut mal, wie wir Deutschland runtergeballert haben. Na, Deutschland ist ganz arm dran. Deutschland war mal ganz oben hier. Ich verstehe aber gerade immer noch nicht, wo habt ihr euch denn für entschieden? Wir können nicht, wir sind keine Großmächte, nur du. Ah, lol. Ja, du bist eine Großmacht mit 3900. Ja. Okay. Okay. Oben ist die Liste der Sachen, die hier rein dürfen. Mich enthalten ist eine gute Sache? Ich denke, weil sonst ist ja, ist das denn nicht vorbei, wenn du es nicht tust? Nee, wenn ich mich enthalte, kriegen beide Stimmen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, man muss alle Stimmen haben. Kalif hat sich für einen ausgesprochen. Ne, enthalten ist wie dagegen Stimmen. Und einer hat jetzt ja, ich glaub, für ihn gestimmt. Und man macht quasi Minuspunkte auf ja, die genau. Punkte. Genau, du brauchst Stimmen im Wert des ganzen Ruhmes. Das heißt, entweder kannst du so ruhmreich sein, dass deine eigene Stimme reicht, aber da brauchst du, glaube ich, ewig für. Oder du bist irgendwie halt mit den KI-Völkern diplomatisch so gut gestellt, dass sie dich wählen. Mit den KI-Völkern gut stellen. Haha. Lass mich gehen. Das, in der Tat.
Ist so eine Sache. Ja? Ist so eine Sache. Mhm. Ist eine Sache. Sich mit. Ich habe gehört, Ungarn ist ganz gut darin, Freundschaften zu führen. Okay, versuchen wir einfach weiter anzugreifen. Machen wir doch das und greifen die an. Ich wäre so cool, wenn wir zumindest noch Wien einnehmen würden heute. Ich glaube, in einer Viertelstunde eine Wahl zu kriegen für sich. Aber die Punktzahl ist sehr eindeutig. Das ist wirklich eindrucksvoll, Sepp, was du da hier punktemäßig hochgeballert hast. Ich versuche jetzt gerade auch noch drei Städte in Frankreich zu snacken. Vertraut euch mir an. Also Frankreich auch auszulöschen gerade. Unsere Errungenschaften das wäre insane, wenn das klappen würde. Und dann wären wir vielleicht auch punktetechnisch in einer Richtung, die doch ganz cool wäre. Ja. Warte mal, warte. Wir brauchen Verstärkung. Noch eine Schlacht. Frankreich möchte seine Marshals natürlich alle wieder zurückhaben. Ich meine, nach so seit Jahren eine intensive Beziehung mit deinem Land. Das ist interessant, sobald man ein bisschen anfängt mit der Wirtschaft, geht auch die Punktzahl viel schneller hoch. Wir müssen das unbedingt nochmal spielen, Leute. Ja, also ich glaube auch Waren, je mehr Waren, unterschiedliche Waren du produzierst, desto höher gehen deine Punkte. Das bringt richtig viel. Das andere ist, glaube ich, total. Also Krieg hat mich jetzt von 4.400 irgendwie direkt wieder 500 Punkte runtergeboostet. Ja, es ist natürlich, Krieg gibt dir eben die Möglichkeit, natürlich Waren zu generieren, weil du ja dafür Territorium brauchst. Aber weil das dann trotzdem schon ich auch, sieben genau. Stunden waren. Oh, wir haben's was du will. Unser Vorgehen. Ich bin hat trotzdem die ganz zufrieden. Wir haben uns lassen. Durch. Ich meine, mehr oder weniger habe ich Deutschland halt komplett ausgehöhlt. Das ist amüsiert mich. Ich habe ja jetzt Worms und Nürnberg geholt. Ich gehorche. Nachdem sie die Vermessenheit hatten, Straßburg ich werde diese Maden zu wollen. Komm, aber ich glaube, wir müssen jetzt zum Abschluss. Punkte sind die eine Sache, Ehre ist die andere. Nancy muss wirklich jetzt nochmal. Also. Alter, die haben da 4000 Leute drin. Wir müssen warten, bis diese Rebellion hier durch ist. Und dann müssen wir das probieren. Also, das geht halt nicht. Ach, die brauchen auch noch Essen, ihr habt recht. Der Feind wird fallen, das schwöre ich. Jetzt habe ich halt viel zu viele von diesen Einberufungspunkten. Ne? Im Krieg, also im Frieden ist das halt ein neuer Kreuzzug eine Ressource, beginnt. Die dann einfach brach liegt. Im Krieg habe ich halt richtig drauf geballert. Es hat mir auch dann gebracht, dass ich Deutschland besiegen konnte. Aber zerballern dann ist das wir irgendwann das? Eben nichts mehr. Jetzt kommt hier Deutschland mit einer Armee. Unser König ist tot. Oh, unser König ist gestorben. Erbe am Zug. Wir haben unseren Adel verärgert. Diese Hasenfüße laufen davon! Respektiert meine Autorität. Ah, man kann einen neuen Herrscher, Mensch, ja, guck mal. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Interesting. Alter, was ich für einen Bonus habe in der Armee, sobald mein Herrscher haben einen mein ja. gefangen Dings genommen. Ist, like what? Ja. Also wenn dein Herrscher auch noch ein Heerführer ist, wir haben also eine diplomatische so, Botschaft gut. erhalten. Dann ja, ist das richtig ist wirklich riskant, weil wenn der an Altersschwäche stirbt, verlierst du eben seine ganze Armee. Ja, das aber ist der ist super jung gerade. Der wurde gerade ganz frisch. Der ist meine einzige Chance. Ich habe jetzt 3800 Mann statt 1700, weil er krass ist. Und ich marschiere Alter. Jetzt in dem Moment gerade gegen Wien. Finde ich gut. Nice. Kurz vor Schluss ist Mais noch zur Großmacht ausgerufen worden. Oh, gratuliere. Nicht schlecht. Mega. Respekt. Keine Gnade. Eine Hand. Geht doch noch was hier. Na, vielleicht hätten wir noch eine Stunde länger machen sollen. Jetzt geht's ganz los bei allen. Ja, ich würde tatsächlich jetzt so eine halbe Stunde an die Grenze dessen stoßen, was ich hier intern noch ausbauen kann. Und dann würde es wieder an den Krieg gehen. Bei mir ist witzigerweise der Zyklus umgekehrt. Bei mir ist jetzt so, jetzt würde ich die nächste halbe Stunde wahrscheinlich damit verbringen, einfach das mal zu bauen, was ich habe. Und dann irgendwann wieder Krieg. Aber wie gesagt, also Nancy muss halt jetzt noch. Meine Seid ihr Männer verrückt geworden, müde. Herzog Uldegard? Krieg erklären! Ich brauche sogar Hilfe.
Warum sind die Bauern jetzt da angefressen deswegen, Leute? Ihr müsst doch auch wissen, dass ein Königreich hat sich von einem unserer Gefangenen losgesagt. Genua verlangt, dass wir Ungarn angreifen. How about no? Nee, nicht England angreifen. Ganz blöde Idee. Lasst mich frei. Ich entlohne euch reichlich. Die blöden Engländer, Leute, das ist auch... Wenn das Volk dafür jetzt bluten muss, dann ist das so. Wir werfen jetzt diese zwei Armeen da rein und bringen die nächsten beiden auch schon in Stellung. Also Nancy wird um jeden Preis erobert. Es gibt wirklich, also es ist vollkommen egal, wie viele Leute dafür sterben müssen. Die Stabilität ist in Teilen unserer Lande bedroht, Majestät. Die Stadt wird uns gehören. Unser Kaufmann wurde exekutiert. Wer? Ihr Pimmel. Mein Kaufmann, der halt... Heute werden die Geschäfte laufen. ...im Krieg jetzt gefallen ist, leider. Was lasst uns Handel treiben. Oh, I hate you, ey. Ich töte diese Gefängniswachen eine nach der anderen. Frech. Krieg ist halt auch echt, aber ich finde das eigentlich ganz cool in dem Spiel, ehrlich gesagt. Mehr noch als in Crusader Kings zum Beispiel, dass Krieg halt echt etwas schlechter. Ein sehr kostspieliges Unterfangen hat etwas ist. Ja, und schwer. Also es ist halt sieht auch in besserem Licht. Gut, wenn du eine gewisse Größe hast, macht es dir das leichter, gegen Kleine halt vorzugehen. Also ich merke schon, ich snowball hier schon ein bisschen. Aber es ist halt trotzdem immer risky, weil du hast halt dann mal hier eine Rebellion, da eine Rebellion. Auf einmal denkt sich der große Verbündete auf einmal doch, der geht gegen dich in die Schlacht. Also du musst sehr viel bedachter Krieg führen. Ja, und es ist anders als in Crusader Kings auch nicht immer so am Ende mehr oder weniger ein Plusgeschäft, weil du zwar Unterhaltkosten hast, aber dann so viele Gefangene machst, dass das immer Gold bringt. So, du musst halt wirklich, du musst halt Gebäude bauen, die dir diese Einberufungsressource geben. Das könnten ja derweil Handelsgebäude sein sonst. Du ziehst Bevölkerung aus deinen Dörfern raus. Du also kannst nicht einfach Könige töten, die dir auf den Sack gehen. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten irritiert. Ich hätte ja bei CK3 einfach schon mindestens 30 Ränkespiel-Mordkomplotte gegen Ungarn gestartet. Ich hätte einfach ihre ganze Familie ausgerottet. Und durch die Erbschaft wäre das dann zerfallen. Und jetzt bin ich so, katholisches Königreich. Na gut, dann freunden wir uns halt an. Kommuniziert. Was? Warum? Die blasphemische Herrschaft in Sachsen war nicht länger hinnehmbar. What? Oh, was? Ich glaube, weil du ständig andere Katholiken angreifst. Das ist aber jetzt frech. Kann ich meine eigene Religion jetzt gründen? Wie geht das? Vincent? Ist das meine so? Belohnung? Pain. Boah, ich meine, die Exkommunikation ist hier auch deutlich weniger schlimm. Es heißt halt nur, dass andere Katholiken dich jetzt angreifen können, ohne dass ihr Klerus ihnen auf den Sack geht. Ja, ich bin auch relativ ketzerisch. Ach. Klerus minus 10. Ich hab, glaube ich, auch das komplette Spiel Klerus minus 10 gehabt. Ja. Also, so ist er nicht. Das ist, jetzt findet unsere Bevölkerung mich aber nicht mehr geil. Jetzt kommen einige Rebellionen gerade an den Start. Ja, die sind halt nicht so der Meinung, dass also, die Bevölkerung ist wahrscheinlich findet den Katholizismus unterm Strich ganz gut. Deswegen. Ach, Ruhen hat zumindest. Nee, hat's noch nicht. Wieso können wir die Bevölkerung nicht mehr eingliedern? Guten Tag, Majestät. Okay. Das kann ich leider nicht. Ja, und es dauert halt auch unfassbar lange, so eine blöde Stadt einzunehmen. Ne? Ja, das ist halt nicht, ich habe irgendwie 10.000 Truppen und der irgendwie so 2.000 und es dauert halt trotzdem sehr lange, so eine blöde Stadt einzunehmen. Was halt gut ist für dich, weil du dann auch verteidigen kannst vernünftig und wieder was aufbauen kannst, wenn du mal irgendwo angegriffen wirst. Dies schmerzt mehr als jede Verletzung. Ja. Die Meinung unseres Adels. Cool, überall habe ich jetzt Rebellenarmeen. Vorgehen, ich finde das sehr cool. Ja. Eine Sache, die man beim Krieg bedenken muss, wie das normalerweise läuft im Singleplayer, du kannst deutlich schneller vorankommen, wenn du in den Echtzeitschlachten hat eine wunderschöne bisschen die KIs Prinzessin geboren. Du machst viel weniger Verluste. Also nicht mal, wenn du irgendwie cheesy bist. Einfach ein menschlicher Spieler ist immer besser als ein Auto-Resolve. Im Singleplayer ist Krieg tatsächlich ein bisschen flotter, aber auch da ist die Ressourcenfrage. Die Meinung unseres Adels hat sich verschlechtert. Dass du halt trotzdem einfach, und Truppen sind eben nicht einfach endlos
reproduzierbar, selbst wenn du das Gold hast, weil irgendwann brauchst du die Bevölkerung dafür. Seine Exzellenz, und dann, wenn deine Städte halt Geisterstädte sind, ist auch nicht mehr so gut Krieg führen. Ich bin bereit, diese blöde Stadt einzugreifen, endlich. Auch brauchen diese Belagerungen viel länger als bei anderen Spielen, ne? Ja. Also ich habe das Gefühl, das hört gar nicht auf. Das geht, das braucht einfach 100 Jahre. Hast du belangt? Also ich habe selbst Katapulte und alles. Und das ist einfach nur, du hast ja bei jeder Einheit steht dran, Belagerung, so und so viel macht ihr auf Belagerung. Ja. Und du hast, glaube ich, dann einfach nur den Vorteil, dass du halt deine Truppen hast, plus noch diese zwei kleinen Slots, wo die Belagerungsdinger drin sind. Mehr nicht. Das ist halt, ja. Das war's. Ja, aber die machen schon einen Unterschied, also die Belagerung. Also es macht halt schon einen Unterschied, es geht schon ein bisschen schneller, aber trotzdem. Was ist das denn jetzt? Kommen jetzt hier Rebellen und wollen Nancy angreifen oder was? Was machen die denn jetzt? Auf wessen Seite sind die denn jetzt? Schlachtnahe Nancy? Chat, wir chillen jetzt einfach warum hier. Warum nicht gegen Rebellen? Warum? Jetzt habe ich voll die Rebellen. Wir erwarten einfach. Ich bin doch nicht mal euer Feind. Also wir die Rebellen warten. Rebellieren gegen Deutschland und greifen jetzt mich und an, weil ich die Stadt weiter. Belagert habe, oder was? Und dann warten warum? Wir. Und wir warten immer noch. Und das Ding ist die Belagerung halt. Gehören. Gehen wir mit und wir warten. Und dazwischen würde ich auch noch mal warten. Und dann würden wir auch noch mal warten, ne? Hier noch hin. Meine Feder gehört euch, Majestät. So, und außerdem Sie werde ich jetzt schon zum ersten Mal Würste kommen. Herstellen. Wir ah, haben lecker, 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 lecker. Kleros verbessert. Richtig, jetzt ja. Jetzt wirke ich überzeugender. So, ich will diese Stadt, Leute. Ich will sie. Mit jeder gelesenen Seite werde ich besser. Schmuck ist da auch was Schönes. Dankeschön, Sindan, für die 11 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, dankeschön. Meine Stadt rebelliert ja, konstant. Mein Chat gibt mir wieder Weisheiten. Wenn die Bauern dich mögen, gibt es nicht so viele Revolten. Konstant. Ja, vielleicht hätte ein weiserer Herrscher irgendwann mal innegehalten, um die Bauern auch mal irgendwie auf Linie zu bringen, bevor man die nächste dankeschön, Stadt erobert. Dankeschön, ihr Lieben. Aber dann hätte man ja auch nicht die nächste Stadt erobert. Und da hätten wir eine Stadt, also ne, also man mehr Städte sind besser als weniger und ein paar Bauern. Hey, wie lang geht das denn noch? Also, muss ja immer ein bisschen entspannen hier. Wie lang führen wir denn noch Krieg gegen fucking Wien, ey? Ach, das ist aber auch gerade super ätzend. 15 Minuten oder so. Man muss wirklich eigentlich, 100 Jahre. Also, auch damit, also eigentlich, wir spielen es, glaube ich, gerade wirklich ziemlich falsch. Man muss eigentlich sich viel mehr Zeit nehmen zwischen zwei Eroberungsfeldzügen, bisschen wieder für Frieden und Ordnung im Land zu sorgen. Unsere Belagerung wurde gebrochen. Ja, nee, das stimmt, Steinball. Und man sieht es an der Punktzahl, ne? Also, wie krass du noch nach oben schnellst hier. Aber bei mir ist jetzt auch eine Frage des Prinzips. Ich habe jetzt die Wahl, ne? Will ich noch Punkte? Warum wurde das gebrochen? Oder will ich die Ehre befriedigen und die Stadt zurückholen, die mir von Anfang an gehörte? Warum wurde das gebrochen? Also, ja, das kann ich verstehen. Da gibt es halt einfach, irgendwann muss man Prioritäten setzen. Und das habe ich getan. Warum muss ich jetzt neu belagern? Die Priorität war leider nicht der Frieden. Ach, die hatten einen Gegenangriff, Angriff quasi. Sagen, sondern die Ehre, wie es für einen guten Ritter sich auch geziemt. So, ich meine, ein bisschen was bauen kann man ja vielleicht auch noch. Komm, Volk, vielleicht seid ihr dann ein bisschen happy. Jetzt habe ich Frankreich ausgelöscht. Was? Echt? Aber ey, das war wirklich eine jahrhundertelang wirklich geplante, richtig schäbige Aktion, muss man ja auch so sagen. Kaputt. Wie du dieses arme so ein Land Durchbruch meint ihr damit? Schritt für Schritt weggeerbt die Armee und ausgelöscht von ihnen. Hast. Also, jetzt stirbt ihre Armee. Ich habe schon ein bisschen Mitleid mit Frankreich. Ich nicht glaube, viel, weil sie haben mich am Anfang angegriffen. Also sie haben das verdient. Es wird. Oh Gott, schon wieder Rebellion. Rebellion aufgetaucht, ey. Was ist los mit euch? Ja, genau, greif mal Paris an. Komm schon, wir haben noch drei Minuten. Eine neue Rebellion bedroht unser Nein, Land. Ich habe jetzt keine Zeit. Majestät, Rebellen versuchen, unsere Burg einzunehmen. Welche mein Herr, Burg denn? Unser Adel ist zufrieden mit uns. Sterben. Ich habe keine Zeit dafür. Macht das mit euch selbst aus, da unten. Ich muss hier oben. Wir haben noch drei Minuten.
Wir haben drei Minuten. I like. So, wie gesagt, ein bisschen investiere ich jetzt die Steuergelder schon auch noch in was Positives. Eine erlauchte Familie finde ich aber auch gut. Komm schon, komm schon. Komm schon. Warum brauchen die so lange, um zu sterben? Komm schon. Bitte, 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 bitte. Mein Rebell, hier. Bitte. Ich glaube, ich werde auch bald exkommuniziert, ehrlich gesagt. Bitte sterbt endlich. Ich. Bitte. Jetzt haben die sich die Stadt gesnackt, weil das mit dem Einnehmen nicht geklappt hat. Ja, aber wir uns auf die Zeit davon. Wir hören um 22 Uhr auf. Ich möchte zumindest Wien eingenommen haben. Wer hat haben. Sie sich geholt? Ja, wenn ich will Stadt zumindest einnimmst, Wien eingenommen dann haben. Dann hast du ja immer die Chance auch, oder das Negative, dass die Stadt halt wieder zurückfällt, quasi. Und das ist halt gerade passiert. Die Königin versucht, hat die Stadt einzunehmen, Prinzen geboren. Ein oder zu übernehmen und Majestät, das hat nicht unsere funktioniert. Der Roll, du hast halt irgendwie 50% Chance geboren. Oder so. Ja, genau. Die Meinung unseres Klerus schwindet, Majestät. Das geht bei mir leider auch oft daneben. Wir haben noch ein Kind bekommen. Na komm schon. Aber Leute, Nancy, das schaffen wir noch. Das holen wir uns noch. Na. Komm schon, komm Wollt schon. Denn jetzt hin? Komm schon. Do it. Komm schon. Ich habe echt das Gefühl, ich schau Gras beim Wachsen Unruhe zu gerade. Unruhe habe ich noch gar nicht gemerkt in meinem Land. Wir durchbrechen ihre Verteidigung. Ja, ja, das waren Zwillinge, Euer aber... weiser Herrscher und seine Anverwandten. Ja, ja, ja. Die haben immer so 50% Chance, das einzunehmen. So ey, das lange. Ist aber auch... Es braucht so lange. So, ich wir schauen dem seit 20 Minuten immerhin. Zu. Ist auch schön. Seit 20 Minuten. Ja, ein bisschen Wohlstand kehrt jetzt auch noch ein, nachdem die Eroberungen abgeschlossen schneller sind. Schneller sterben. Ist auch gar nicht böse gemeint. Ist aber alles super. Können sie nicht schneller sterben? Aber sie noch sterben doch eh. Das muss jetzt noch passieren. Die Kaufleute hassen mich. Ihr müsst mir unbedingt noch 2 Minuten geben. Ich schaue hier seit 20 Minuten dem Gras beim Wachsen zu. Und ich bin so verzweifelt. Ich bin so verzweifelt. Warum brauchen Schlachten so lange? Mein Chat fragt gerade schon, wo mein Atomschlag bleibt. Wir haben keine Atomschläge. Das ist schade, ja. Sowieso. 2 Minuten finde ich sowieso auch noch gut, weil auch Nancy muss natürlich unbedingt noch... Was, jetzt will England, dass ich ihnen gegen die Bretagne helfe? Ihr habt mir nie geholfen. Das ganze Spiel über habe ich mich an England rangewanzt. Aufs Schäbigste. Und niemals mal, kam mal sowieso blöd in die Runde. Wie seid ihr heute Abend hart verplant und müsst gleich direkt weiter, oder? Semi. Also tatsächlich, ich muss Hunde und so weiter rauslassen, weil die jetzt halt ein paar Stündchen nicht draußen waren und ich muss morgen super früh aufstehen. Deswegen würde ich ungern zu lange überziehen. Aber ihr könnt ja auch ohne mich sonst weiterspielen, falls ihr noch weiterspielen wollt. Ja, aber wir sind ja auch an einem Punkt... Sepp ist hier eindeutig der Sieger. Du willst wahrscheinlich den normalen Unsere Sieger Feinde müssen sich beugen. Der Krieg also zumindest würde ich persönlich so Majestät, weiterspielen. Wir haben und, eine weitere wenn Provinz da sich erobert, jemand noch sehen der würde, Adel sieht da uns in besserem Licht. Dann, das ist natürlich ganz cool. Muss glaube ja, glaub ich auch. Also ihr könnt ja quasi leaven und man spielt ja dann trotzdem einfach weiter. Ich weiß nicht, ob du ohne mich weiterspielen kannst, tatsächlich. Naja, doch. Einfach. Also müsst weiß du doch nicht. Neu starten, so wie vorhin, dann ist es sein Spielstand. Stimmt. Das können wir machen. Aber ja, auf die jeden Frage Fall, war, ob ihr denn länger machen wollt. Eine gute Strategie. Ich hätte schon noch Bock, ich muss tatsächlich auch, also ich muss jetzt nicht punktgenau jetzt weg, aber kann auch nicht mehr ewig tatsächlich. Aber auf jeden Fall kriegst du jetzt gleich noch deinen. Ich will auf jeden Fall jetzt noch Nancy einnehmen. Jetzt kommen sie ja nochmal. Ich hätte noch eine Tradition bekommen, dafür brauche ich 800 Bücher. Das. Jetzt kommt hier Deutschland echt noch an und rettet diese Stadt. Das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Ich habe gerade wirklich... Gott. Ich habe sie gerade wirklich eingenommen, ne? Aber gut, also, wir bringen ich habe sie jetzt wirklich hin. Eingenommen. Wir machen das. Ich habe das jetzt richtig gesehen. Jetzt, natürlich. Jetzt wird hier unten noch auf. Quasi...
Aber jetzt wird hier unten noch, werden die Unruhen in Wien noch niedergeschlagen. Und dann gehört sie mir. Und dann gehört sie mir. Die Welt steht euch zur Verfügung. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Während oh die hier mein sterben Gott, für, Leute. Für Nancy. Es hat auch nur fast boah, 7 Stunden gedauert. Ich kann kaum glauben, dass ich folgenden Satz jetzt ausspreche, aber ich habe gerade Wien eingenommen. Sehr gut. Wow. Ich habe eine zweite Provinz. Das hat auch nur 7 Stunden gedauert. Ungarn findet es nicht geil. Meine ganzen ehemaligen Bündnispartner hassen mich jetzt über alles, weil die alle miteinander quasi ja, ihre ganzen Verträge hatten. Das heißt, alles hasst mich, aber ich habe jetzt Wien. Na gut. Uff, Die Wunderweise wurde ich in Nancy besiegt von zwei deutschen Armeen. Ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Ich kann nicht. Ich wollte eigentlich neue Truppen reinbringen. Wir gucken mal, ob das noch klappt. Das schaffen sie nicht. Morgen werden wir reicher sein. Ach, jetzt sind wir noch in Canterbury. Oh Gott, ey. Also Pia, großen Respekt an dein eisernes Durchhaltevermögen. Ja, wirklich. Das tut mir so leid, dass du so viel Pech hattest. Ich hätte so gerne noch mehr gemacht, um dir da irgendwie das heute noch ein bisschen wieder schöner zu machen. Ketzerei aber ich und Heidentum wusste gar nicht, was man noch hätte Nachbarn machen können. Über. Heidentum verbreitet sich in Ungarn, okay. Nein, nein, sagt nein, nein. Immer schlimmer. Nein, nein, nicht Ungarn. Unsere Lande werden nicht regiert, Herr. Bitte, umzinge diese Hunde. Bitte nicht Ungarn. Lasst Ungarn in Ruhe. Bitte nicht. Lasst uns Handel treiben. Heidentum verbreitet. Ich werde sämtliches Gold für euch herauspressen. Ich muss jetzt aber... Ach, verdammt, der hat das nicht geschafft, die Wurst. Ich bin auch gerade von meinen Leuten sehr enttäuscht, dass sie nicht Nancy erobert haben. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Nicht geschafft? Nee, es kam dann Deutschland mit 2 Entsatzungsarmeen. Die mache ich jetzt gerade in der Feldschlacht weg. Immer Deutschland, oh Gott. Ja, wieder. Nancy gehört denen ja auch, leider. Verstehe. Deswegen... Mein Herr... Eine unserer Provinzen ist was ich jetzt übrigens ganz cool finde, ist, dass ergeben. Diese Schlachten, wenn sie auf der Karte dargestellt werden, wirklich die kleinen Figürchen sind, die du als Einheiten in der Armee hast. Ja. Also die Truppen um deinen Feldherren sind wirklich die Truppen, die du ausgebildet hast. Wen soll ich überzeugen? Das finde ich sehr nett. Wir haben einen neuen Verbündeten in unserem Krieg. Dann kommen da Pfeile und die werden dann beschossen und die kriegen dann schon Schaden. Ja. Ich habe 2 Informationen, die unfassbar interessant sind. Und ich habe gar Wir keine Lust, Eindringlinge vertrieben. Majestät, weiterzuspielen. Eine Rebellenarmee wurde besiegt. Ich habe die Meldung bekommen, dass der Adel sich insgeheim mittlerweile Ungarn gegenüber treu fühlt und sie eigentlich hinter Ungarn stehen. Das ist Information Nummer 1. Diese schäbigen Verräter. Und Information Nummer 2 ist, der ungarische König hat keinen Sohn und seine älteste Tochter ist mit meinem, also mit meinem Charakter verheiratet und hat mit dem Kinder und einen Sohn. Das heißt, ich bin jetzt in der Erbschaftsfolge von Ungarn. Wäre jetzt noch geil. Das wäre jetzt ein sehr ironischer Twist des Schicksals. Sagen wir so. Spielen wir nur 4 Stunden, dann bin ich Ungarn. Ja, ja, wirklich. Genau wie Sepp inzwischen Frankreich ist. Das sächsische Frankreich und das kärntnerische Ungarn. Ja, wir kennen es nicht eh. Oh.
Wow. Dankeschön, ja, Rakshi, für die 15 Monate. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wir können Siegerehrung schreiten. Ja. Keine Ahnung, ob ich diese Stadt hier noch jemals bekommen werde. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sitzen wir sonst morgen hier noch hier, wenn ich mich weiter an Nancy aufreibe. Aber die Punkte sprechen eine sehr, sehr klare Sprache. Wenn auch nicht mehr ganz so klar, wie ich noch vor einer Stunde gedacht hätte. Weil gib Steinwallen noch ein, zwei Stunden mehr und wer weiß, wie die Wirtschaftsmacht Meißen auf einmal dasteht. Ja. Oh ja. Aber dennoch gibt es hier einen sehr eindeutigen Sieger, der uns alle an die Wand gepunktet hat. Und zwar, ich gucke ihn auch noch mal kurz auf der Weltkarte an. Guckt ihn euch an. Guckt euch Sachsen an. Ganz Frankreich, bisschen was in England und, bei und hier uns? Nebenbei auch noch so ein bisschen Augsburg sich geholt. Stimmt, wir haben ja noch, ja, da unten haben wir auch noch was. Also, Augsburg auch noch geholt, aus Versehen. Das war ja der erklägliche Versuch, Pia noch zu Hilfe zu eilen. Ich habe keine Ahnung, Sepp, wie du das gemacht hast, ehrlich gesagt, dass du uns so davongestürmt bist. Aber Respekt, du bist ich habe als erster Krieg erklärt, das war's. Und halt einen erfolgreichen Krieg im Gegensatz naja, zu uns. Naja, das sah lange nicht so aus. Aber also ich war mit dir ja kurz davor, ganz am Anfang zu scheitern. Ja. Also das war ja für uns beide sehr eng am Anfang. Das stimmt. Aber wie ein Phönix bist du, hast du dich aus der Asche erhoben und bist über uns alle hinweg geschwebt. Und hast nebenbei auch noch versucht, heldenhaft Unterstützung zu leisten gegen die Barbaren aus Ungarn. Sag das nicht so laut, sonst hört das die meine Gemahlin, das ist nicht so gut. Ja, und dann geht's gleich wieder los hier. Die das noble Kärnten bedrängt haben. Meine Kinder sind halb Ungarn, pass auf, sonst erklären die mir den Krieg. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Aber auch an dich, Pia, sehr viel Respekt für, wie so oft, deine eisenharte Willenskraft. Ehrlich, also die letzten drei Ränkespiele, liefen für mich echt nicht so prickelnd. Die waren echt alle eher, ja, das ist ja nicht deine Schuld. So, es ist ja wirklich, also teilweise wegen eigenem Unvermögen, teilweise wegen unfassbar viel Pech. Aber es wird jetzt langsam mal wieder Zeit für ein Ränkespiel, wo ich halt auch mal nicht nach zwei Stunden die ganze Zeit nur sage, oh Gott, 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 oh Gott. Es erstreckt sich ja auch, also du fasst es unter Ränkespiel zusammen, aber ja, also deine Events und meine sind ja da zusammengefasst. Das ist, schlimm. Es ist wirklich, also es ist momentan, es ist irgendwie verhext. Ich weiß nicht, was los ist. Meine Siegessträhne ist nicht vorhanden. Ja. In dem Fall kann man immerhin aber nicht dem noblen, ehrbaren sächsischen Sepp den Vorwurf machen, denn er war heute ein Held und ein Sack, weil er so viele Punkte hat. Ich will auch so viele Punkte, ich verstehe das nicht. Aber du hast dich auch wirklich noch gut auf die Beine gestellt, nachdem du auch nur ein Land hattest. Ich also genau. Hat das dann doch ganz gut funktioniert bei dir, muss man sagen. Ich hatte echt gedacht, scheiße, das wird jetzt wirklich gar nichts mehr und muss ich vielleicht sogar neu starten und muss zugeben. Dann, wenn man sich jetzt hier mal, also es ist vielleicht noch nicht, es macht punktemäßig noch nicht so viel her, aber Lothringen ist auf der Landkarte schon ein Brett. Und ich meine, guckt euch mal an, was wir aus Deutschland gemacht haben. Das ist ein bisschen. Ja, Deutschland ist bitter geworden. Also, Deutschland hat aber noch so ein bisschen irgendwie Italien da unten, also nach dem Krieg gegen Venedig. Ja, das von Anfang an irgendwie hatte. Aber ich bin durchaus trotzdem zufrieden mit Lothringen. Auch wenn es vielleicht nicht so viel Prestige hat, haben wir viele Bauern unterjocht und viele Rebellenführer geköpft. Ich habe die Pfähler-Errungenschaft bekommen. Hat die irgendwer von euch auch bekommen? Oder kann ich das also warte mal, ich kann noch mal zwei, drei Leute hinrichten. Nein, ich Sepp, das ist mein dann meine Volk Leistung komplett. Für heute. Ich habe die meisten Rebellen geköpft und das finde ich exzellent. Ich hasse wirklich alle einfach. Ja, aber it's lonely at the top, Sepp. Du bist halt an der Spitze und deswegen und zuletzt muss ich natürlich auch nochmal unserem diesmal tatsächlich wirklich sehr ehrbaren, anständigen, friedfertigen Händler Steinwallen Respekt zollen, der aus gar nicht so viel Land ja tatsächlich jetzt nochmal lächerlich viel Prestige rausgeholt hat. Sind es wirklich nur drei Provinzen? Es sind vier immerhin, ne? Vier. Aber trotzdem. Mich irritiert dieses diesmal. Also ich habe ja jetzt schon echt viel mit Steinwallen gespielt und er hat mich noch nie hintergangen im Gegensatz zu dir.
Das jetzt fängt ja, das ist ja. Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass wir das so festhalten können. Ich habe jetzt Nancy genommen, damit ist alles gut für heute. Wow, sehr gut. Nein, also ich meine, ich muss ja so ehrlich sein, Steinwallen kann auch nicht immer was dafür, aber dass beim Ziff-Gipfel er durchs pure Los die Aufgabe bekommen hat, die verdeckte geheime Aufgabe, die zufällig verteilt wurde, schließe Freundschaft mit jemandem und fall ihm dann in den Rücken. Das und hat halt so gepasst wie die Faust aufs Auge, weil Steinwallen der Einzige war, dem man tatsächlich vertraut hätte in dieser Runde. Und er kriegt dann diese Aufgabe. Ich musste so lachen, als das rauskam am Ende. Und da hatte er sich mich als Ziel erwählt. Ich immer noch, dass ich es nicht durchgezogen habe, weil ich glaube, das wäre besser gewesen. Weil dann hätte ich es, glaube ich, vielleicht noch zeitlich geschafft. Aber egal, das ist jetzt eine andere Runde. Es steht bei mir im Chat, Steinwallen ist ein ganz mieser Molch, heute aber nicht. Wow. So frech, ey. Sehr schön. Maurice sein Chat schon konditioniert, ey, unglaublich. Also es ist ein wir haben es immer noch nicht rausgefunden. Es ist so ein typisches Henne-Ei-Problem. War ich ein Sack oder erst mein Chat oder ich weiß nicht. Aber irgendwie findet der Chat und der Streamer ja zusammen. Das ist halt leider so. Das ist sogar einer meiner Moderatoren gewesen, die Aussage gerade übrigens. Ne, ich muss, ja. Also ich glaube, es liegt am Streamer, weil du bist die Person, mit der ich die meisten gemeinsamen Zuschauer auf Twitch habe. Und bei mir sind die gleichen Zuschauer nicht so hinterlistig im Chat. Wow. Wow. Okay. Ja, das ist blöd, ne? Das ist blöd. Das ist dummerweise eine knallharte, unbestechliche Logik. Ja, der Chat stimmt dir auch zu. Es wird auch geschrieben, das halte ich für ein Gerücht, Pia. Bei Pia trauen wir uns nur nicht, schreibt einer. Leute, wie viele Bauern habe ich heute gepfählt? Warum seid ihr immer noch aufmüpfig bei mir und bei ihr nicht? Was soll das denn? Ich verstehe das nicht. Du musst Viewer pfählen, nicht Bauern. Es ist alles ganz schlimm, ja. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Jeden Fall. Es war auch eine große Freude, mit euch mal wieder ein Ränkespiel zu veranstalten. Steinwallen hat mich ja schon ein bisschen auf Twitter ab und an so gestichelt. So, ja, das, der Name Ränkespiel halt schon lange nicht mehr durch die Hallen und so. Und auch Pia zu Recht. Und auch Seppner, also ihr habt mich alle irgendwann ein bisschen kritisiert und ihr hattet recht. Was ist denn hier draus geworden, ab und an mal Strategie-Events auszurichten? Deswegen war es sehr schön, dass ihr euch heute mal wieder eingefunden habt in dieser sehr illustren, sehr altbewährten, besten Strategierunde auf Twitch. Man muss es ja so ganz klar sagen, wie es ist. Ja. Und auch das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Es ist auf jeden Fall eine Nuss für, also wir sind ja alle hardcore erfahrene Crusader Kings-Veteranen, ne? Und wir mussten hier wirklich knobeln, taktieren, uns reinbeißen. Und ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein neues Spiel kommt, wo ich das machen kann. Ja, jetzt ganz tief in die Mechaniken rein. Das Spiel gibt's tatsächlich ab heute auf Steam. Es ist im Lauf dieses Streams rausgefunden. Wer hätte es gedacht? Ne, reiner Zufall, dieses Timing natürlich. Ihr findet bei uns alle Links, wo ihr es euch anschauen könnt auf Steam. Guckt gerne mal rein. Ich bin sicher, ihr werdet es auch bei einigen von uns noch bei mir zum Beispiel direkt morgen auf Twitch sehen. Bei Steinwallen weiß ich, gibt's schon YouTube-Videos. Also auch da, ne, bleibt dran bei uns, folgt auf jeden Fall allen vier Kanälen, bitte, ne, das gebietet jetzt wohl die Ehre. Und ich muss ja sagen, ich hatte ja prognostiziert, dass mehrere von uns, wenn nicht mindestens einer, Game Over geht. Das ist nicht passiert. Es war echt mega knapp, holy shit. War bei mir auch wirklich knapp. Also ich stand, später dann nicht mehr, aber am Anfang stand ich echt krass da kurz davor. Als sie mir die Stadt weggenommen haben, dachte ich, oh scheiße, vor allem das war halt die wirtschaftlich stärkere Stadt. Und ich, ah verdammt, jetzt kann ich ja gar nicht. Ich spiele es auf jeden Fall nochmal. Aber man kann sich nochmal hochbeißen. Auf jeden Fall. Ich hatte selbst Pia wäre jetzt gleich Ungarn geworden, ne? Also ja, gleich nicht, aber tatsächlich hätte ich, wenn ich jetzt da dran geblieben wäre, die Möglichkeit gehabt, den Ungarn reinzuerben. Wäre mehr machbar gewesen, auf jeden Fall. Ist krass. Aber ist halt, also muss ich halt trotzdem sagen, hätte ich im Singleplayer so nie erreicht, weil ich ja auch einfach, also
du wartest ja nicht 4 Stunden, bis du dann wieder back in game kommst. Du startest ja eher nochmal neu und guckst halt so. Ja, das stimmt. Das war jetzt tatsächlich so ein bisschen, wie gesagt, war wirklich mega unglücklich für dich. Und ich bin auch nicht drauf gekommen, dass man vielleicht irgendwie, aber das geht, glaube ich, nur, wenn du rausfliegst, dass man eine neue Fraktion einfach mittendrin. Ja, ich habe es nicht rausgefunden. Ich hätte mich einfach zum Vasalisieren lassen müssen früher. Das habe ich nicht gecheckt, dass das geht. Aber egal, nächstes Mal wird es besser. Jawohl, also auf jeden Fall, Pia, diese Strähne wird durchbrochen, ich bin mir ganz sicher. und ja, damit gibt es eine noch wunderschöne gute Nacht, wo ich sonst die Leute rauswerfe. Nee. Vielen Dank. Super schön. Vielen Dank, dass wir so viel Spaß hatten heute Abend. Ja, ich danke euch. Hatte ebenfalls sehr viel Spaß. Danke an alle Zuschauer. Selbst meine, die ein bisschen unverschämt sind. Ich bedanke mich trotzdem bei euch. Das ist mein Fehler. Ich habe ein Schlusswort für Maurice Chat. Oder vielmehr habe ich einen Auftrag für Maurice Chat. Maurice Chat, ihr seid offiziell dazu beauftragt, Maurice jetzt einmal im Monat auf den Sack zu gehen, dass dieses Ränkespielformat ein einmal im Monatiges wieder wird. Das müssen auch nicht immer die gleichen Leute sein, die eingeladen werden. Aber Ränkespiel auf Twitch sollte es einmal im Monat geben. Also nervt ihn. Da kann ich nicht mal was gegen sagen. Das ist ein nobler Auftrag. machen Sie eh schon, schreiben Sie. Das kriegen wir hin, schreiben Sie. Damit können wir uns doch verabschieden. Es war mir ein Fest mit euch allen. Ganz vielen Dank euch. Und ich sage jetzt sehr optimistisch, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Ränkespiel. Bis Januar. Aber auch sonst bis zum nächsten Mal, genau. man Perfekt. Sieht sich, Leute. Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Tschüss. Dank. Ciao. Ah, es war sehr schön. Es tut mir sehr leid, dass ich dazwischen so ein bisschen rausgetiltet bin. Es war echt sehr verzweifelnd dazwischen, weil einfach nichts funktioniert hat. Und ich habe mich sehr drauf gefreut auf das Event und habe so hart aufs Maul bekommen. Wir werden es aber auf jeden Fall nochmal probieren und ich hoffe, es läuft dann besser. Ich danke euch, dass ihr mit am Start wart heute. Es hat sehr, sehr viel Freude gemacht trotzdem. Das ganze Event war sehr, sehr cool. Wir werden in das Spiel auf jeden Fall nochmal reinschauen. Die Victoria 3-Runde steht auch immer noch an mit Maurice. Müssen wir gucken, wann wir dazu kommen. Ich bin auf jeden Fall für heute raus. Mein Kopf ist voll. Aber wir sehen uns morgen wieder im Stream. Morgen aus dem Büro. Ich weiß noch gar nicht. Wahrscheinlich gegen 14 Uhr werde ich morgen live sein. Und wir werden uns ein paar Videos angucken und wir haben im Büro ein paar Sachen, die wir aufbauen können. Das ist der Plan für morgen. Das heißt, wir sehen uns. Habt einen wunderschönen Resttag und bis morgen. Tschüss. Schlaft gut.